Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch zu einer weiteren Neuheitsshow aus dem kleinen Krieger. Wie immer ist der Tobi für euch. Hallo. Entschuldigung, verschluckt. In der Regie, um sozusagen eure Fragen, Wünsche, Hoffnungen zu sortieren und sie an mich weiterzuleiten. Ist das korrekt? Das ist korrekt, sagt die Regie. Regie, genau. Erstmal schauen, wer hier schon alles da ist. Der Stefan, der Goose, Gandalf, Spielekatze, Mighty Chaos Lady. Gute Besserung. Nermon, David, Onkel Locke, Frete Wodan, meine Frau, Gunnar, Dirk. Das ist schon ein bunter Reigen an Potpourri. An Besuchern. Gut. Andreas, guten Abend. So. Ah ja, alles klar. Wir haben erstmal die Gewinner vom letzten Mal. Da ging es einmal den High Elf Dragon Prince oder wie Leute in meinem Alter sagen, Hochelfen Drachenprinzen. Herzlichen Glückwunsch an Nermon. Und dann hatten wir das Pairs. Das geht an Mighty Chaos Lady. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Bitte setzt euch mit uns in Verbindung, damit ihr eure Gewinne erhalten könnt. Gewinne. Eine neue Runde. So, und auch heute gibt es natürlich diverse Dinge zu gewinnen. Oh, Spielkatze, gute Besserung. Und zwar verlosen wir unter allen einen Teilnehmern den Kobi 2020 Kalender. Der ist so nicht im Handel erhältlich und eigentlich nur für Kobi Mitarbeiter gewesen. Das bedeutet, das war ein Weihnachtsgeschenk für Sie. Ihr bekommt ihn. Das heißt, noch jemand, der uns bald verklagen wird. Cool. Nein, also wir dürfen das ganz hochoffiziell. Und den könnt ihr gewinnen. Schreibt dann einfach, also mit hübschen bunten Bilderchen. Schreibt einfach in die Kommentare rein, welches oder was ihr gern mal aus Klemmbaustein basteln wollen würdet. Egal ob Piratenschloss oder Goldmine, schreibt es mal rein. Und dann gucken wir mal. Der 2022er Kobi-Kalender. So, Grüße zusammen, Distance Satellite und Dirk, hallo. So. Und für Kanalmitglieder gibt es auch was Feines. Und zwar sind das die limitierten Nachtgoblins aus dem Jahre 2000. Nachtgoblins Fanatic Warhammer 2000. Genau. Könnt ihr gewinnen? Einfach als Kanalmitglied schreiben. Ja, ich würde gerne an der Verlosung teilnehmen. Schreibt es in die Kommentare. Und dann seid ihr dabei. Falls ihr noch kein Kanalmitglied seid, einfach auf den Button klicken. Und für 2,99 seid ihr dabei. Und könnt fantastische Preise gewinnen. 2020. Nein, 2000. Ich hoffe, man kann es erkennen, da steht 2000. Da. Aber ich denke. So. Soweit erstmal zum Organisatorischen. Und jetzt fangen wir erstmal an mit den Neuheiten. Also sprich, was uns diese Woche alles erreicht hat. So, Klammern. Wir fangen erstmal an mit. Gestern erreichte uns Pokémon Brilliant Star. Da haben wir sowohl Booster als auch die Dreier-Booster-Variante. 4,99, 17,99. Hier habt ihr noch so ein fancy Glitzer-Foil-Superkarte. Ich habe keine Ahnung. Und eine Sammelmünze. Jawohl. Sind jetzt wieder da. Habt ihr Glück, dass Donnerstag gezeigt wurde oder reingekommen ist. Und der war da noch nicht viel. Hier die Frage nach der E-Mail-Adresse. Gut, die Regie sagt, sie blendet sie dann ein. Dann.
Ja, grundsätzlich war das geplant. Leider habe ich so einen doofen anderen Beruf auch noch, wo gerade so ein bisschen was los ist. Und deswegen war das einfach zeittechnisch diesen Monat nicht so ganz drin. Aber wir geloben Besserung. Außerdem haben wir, glaube ich, nur 10 solche kleinen Krieger, die man gewinnen kann. Also. Ach, der Kalender 2022 natürlich. Ach so, ja, der ist 2022. Ja, genau, das ist der aktuelle Kalender. So. Gut, jetzt machen wir weiter mit Spielen, die uns erreicht haben. Das machen wir gleich. Als erstes haben wir hier Dungeon Mayhem. Ist ein Dungeon Crawler im D&D-Universum. Ihr wählt eins der Charaktere und kloppt fröhlich los. Ihr müsst euch gegenseitig helfen, aber am Ende kann es trotzdem nur einen Gewinner geben. So. Dann hätten wir. Die Crew ist wieder da, war 2020 Kennerspiel des Jahres. Ihr wisst, das ist das Stichspiel, wo ihr sozusagen ja, mit verschiedenen Missionen in oder den neunten Planeten erreichen müsst. Das ist aber nur der Hintergrundfluff. Ist ein ganz gutes Spiel, wer auf Stichspiele steht. Ich persönlich bin jetzt kein großer Stichspiele-Freund. 1995, aber ist okay. Hier steht auch mit Zwei-Spieler-Variante. Ja, man kann es mit zwei Leuten spielen. Tatsächlich ist der Automa, der da drin ist, allerdings nicht besonders gut. Also es gibt bessere Zwei-Spieler-Spiele. Er erfüllt seinen Zweck, aber es ist jetzt halt. Ne? Dann wieder da. Kennerspiel des Jahres 2020, der Kartograf. So ein Roll-and-Ride-Spiel. Ihr kriegt Karten, wo euch Hinweise gegeben werden und da müsst ihr sozusagen sie reinpuzzeln und versuchen, eine Karte zu erschaffen. 27,95, der Kartograf. Jetzt kommen wir ein bisschen was zu einer Überraschung. Galaxy Truckers. Da war die Erstauflage, hatten wir ja, oder, also es ist die zweite Edition, die ersten Printauflage hatten wir ja relativ schnell verkauft gehabt bei uns. Ah ja, okay. Nee, ich meine, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe angefangen zu lesen. Genau. Ja, deswegen sollst du das nicht machen. Ja, ich Ich sage es weiß. dir immer wieder. Ja. Lies nicht. Also wie gesagt, da war die Erstauflage war ja schnell vergriffen. Und da war dann für Mai der Reprint angekündigt. Und ganz überraschend kam er jetzt diese Woche dann doch schon eingetrudelt. Weil wir haben wieder Galaxy Trucker, zweite Edition. Hier, 34,95. Wer Galaxy Trucker nicht kennt, ihr müsst sozusagen euch ein Raumschiff bauen. Also ihr kriegt einen Auftrag, was weiß ich. Bringe X Gegenstände auf den Planeten und da müsst ihr sozusagen euer Raumschiff ausbauen und erweitern. Ihr braucht also Raum, um das Zeug zu lagern, ihr braucht Triebwerke, ihr braucht Lebensmittelsachen und so weiter. Und dann habt ihr sozusagen 3 Minuten Zeit, die passenden Teile zusammenzusuchen und dann puzzelt ihr das dran. Ist ein sehr lustiges Familienspiel, 2 bis 4 Spieler, 34,95. Ein echter Spieleklassiker. Die Regie macht mich heute wahnsinnig. Ja. Ignorierst mich doch sonst auch. Du musst einfach damit weitermachen. Kann er gut. So, dann haben wir Klar. hier Eldorado. Auch ein Spieleklassiker haben wir jetzt bei uns drinnen. Oh, ich überlege gerade, wann das war. Ah, hier hinten steht es drauf. 2007 mal Spiel des Jahres gewesen. Ja. Genau, haben wir jetzt drin. Ist natürlich mit neuen Makeover. Das bedeutet, hier darf dann, also wenn man an der Optik was ändert, darf dann sozusagen das Logo nicht mehr drauf pranken. Und genau, 27,95. Ihr müsst Schätze in Eldorado-Tempel finden. So ein bisschen Indiana Jones-mäßig. Relativer Spieleklassiker. Ganz cool. Gut. Dann ganz neu, auch das sollte lustige Story zu dem Spiel. Das war ursprünglich als Osterneuheit angekündigt. Similio Harry Potter. Und
dann kam kurze Zeit später die Mail, dass es erst auch im Mai lieferbar ist, also kurz nach Ostern. Und auch das war natürlich diese Woche in der Kiste drin mit den Neuheiten. Also tatsächlich Überraschung. Das haben wir auch mal hier offen. 14,95 im Übrigen. Wer das Similio-Prinzip nicht kennt, also ihr habt verschiedene Charaktere. Ihr zieht, also ist es, das Ding ist, ihr spielt zusammen gegen das Spiel. Entweder ihr gewinnt zusammen oder ihr verliert zusammen. Du ziehst blind eine Karte raus. In dem Fall Albus Dumbledore. Hast noch weitere Karten, die du dann ziehst, mischst den rein, machst eine Auslage und alle anderen müssen sozusagen erraten, wen du gesehen hast. Du gibst sozusagen dann mit anderen Karten Hinweise und dann wird nach einem Deduktionsverfahren im Idealfall Albus Dumbledore übrig bleiben. Oder auch nicht, je nachdem, welche Hinweise man macht oder wie gut man sich darin auskennt. Oder man heißt Christian und versagt jedes Mal. Jawohl, schönes Familienspiel haben wir auch in der Märchenedition da, genau. Also das Prinzip gibt es schon in ein paar Varianten. 14,95 ab 2 Personen, 10 Minuten. Schöne Geschichte, Similio. Similo? Similo. Wir einigen uns mal drauf. Da ist doch schon wieder dieses gruselige Fritobi. Irgendwann werde ich befreit werden. Die Tobi-Befreiungsfront. Ich denke nicht. Und jetzt haben wir noch eins. Das ist ein bisschen größer. Ja. Und das ist sackenschwer. Also wir hatten es, letzte Woche hatten wir es in der Ankündigung drin, weil das eigentlich für Q4 vorgesehen war, jetzt kam es dann doch schon. Weil zurzeit alles geht oder auch nicht. Ja, entweder es klappt oder es klappt nicht, also es ist hier totales Chaos. Kooperativer Dungeon Crawler im Wolfenstein-Universum, kann man das so sagen? Genau. Schöne Figuren, auf jeden Fall. 1-4 Spieler ab 14 Jahre. Gibt es in allen Sprachen außer Deutsch? Also selbst Polnisch und Italienisch. Wir wissen nicht. Also sind alle Sprachen enthalten. Und insgesamt gibt es. Warte. 45 Gegner, 6 Helden, 14 Tore. Ihr kämpft euch sozusagen durch die Dungeon von Wolfenstein und befreit euch. Genau. Das ist ja, also wer Wolfenstein nicht kennt, der hat ja eine längere Geschichte. Und zwar basiert tatsächlich Wolfenstein auf einem Brettspiel, nämlich Escape from Colditz. Und Colditz ist tatsächlich ein historisch belegter Ort. Das ist in Österreich eine Festung, wo Agenten gefangen gehalten worden sind. Und da gab es ja sozusagen in den 70er Jahren ein Spiel. Escape from Colditz, das ist so in Anführungszeichen eine Scotland Yard-Variante. Und darauf haben dann sozusagen die Jungs dann später mal das Wolfenstein gemacht. Die Computerspiel-Adaption, damals war es ja tatsächlich noch Computerspiel-Adaption. Mittlerweile gibt es ja den Franchise von Bethesda. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel es da mittlerweile gibt. Mittlerweile dürfen wir auch wieder über das normale Wolfenstein reden. Ne? Ja, es ist vom Index runter. Nicht mehr ja. Indiziert. Das ist aber noch gar nicht so lange. Ich glaube, ein Jahr oder so. Ja, ja. Das war ja. Man durfte ja öffentlich immer gar nicht drüber reden. Also ich glaube, weil nach 30 Jahren irgendwie das verjährt. Ne? Oder es hat nicht. Ich dachte, dass die das sogar gestrichen haben, weil sie es nochmal auflegen wollten, auch so als Gag. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht, warum. Aber auf jeden Fall ist es jetzt da. Natürlich ist das hier alles. Auch so gemacht, dass sie in Deutschland verkauft werden. Das bedeutet, wir haben hier die keine verbotenen Insignien und so weiter. Das ist ja bei den neuesten Ablegern, sind die ja eh schon raus. Na, da gibt es das ja nicht mehr. Also haben wir hier jetzt nichts. Ansonsten schöne Geschichte. Dungeon Crawler 125€. Ist tatsächlich ein einmaliger Printlauf. Wenn die weg sind, wird es danach nichts mehr geben. Also das war sozusagen für den Kickstarter gedacht. Und jetzt kam eine kleine Tranche sozusagen in den Handel, aber das ist nicht gedacht, dass das fortgesetzt wird, das Franchise. Ne? Na, 2-3 Fragen.
Die erste Frage: Kommen wir an Raumschiffspiele im Stil von Flischfleet ran? Ich habe das leider noch nie gehört. Von Stefan Reinecke, die Frage. Flischfleet, das sagt mir jetzt erstmal nicht. Okay, also bei mir hat es nämlich jetzt im ersten Moment auch nichts gesagt. Ja, ich werde irgendwann von meinem Hauptjob befreit und bin dann nur noch kleiner Kriegerelfer. Das Ja. wird genauso kommen, so wird es kommen. Und das Paket kam an, sagt Jay Everest. Vielen Dank. Bitteschön. Jawohl. Also wie gesagt, schöne Geschichte. Haben wir auch nur zweimal da. Ihr findet es im Online-Shop. Wenn die weg sind, sind sie weg. Ja, Flickfleet. Flickfleet. Das sagt mir immer noch nichts, Flickfleet. Im Übrigen, Fun Fact, es gab von dem Escape from Colditz auch einen anderen Ableger als Brettspiel, und zwar war das A Nuns on the Run. Falls ihr mal die Gelegenheit habt, das zu spielen, mega witzig. Es geht um Nonnen, die aus einem Kloster fliehen, und die Oberin ist sozusagen der Oberschurke, und vor der fliehen sie sozusagen da raus, und die anderen Nonnen, die laufen halt Patrouillen und so weiter. Megamäßig witzig. Da haben wir schon viele Abende davon. Aber auch das gibt es tatsächlich nicht in Deutsch. Warum? Warum? Das Escape from Colditz kam auch nie auf Deutsch. Flickfleet. Es sagt mir auch nichts. Wir werden das mal notieren und notier mal Regie und dann werden wir dann drüber reden. Also in der nächsten Folge. Dann machen wir jetzt mal weiter mit. Wir haben diese Woche eine große Lieferung von Army Panda gekriegt. Ich zeig's euch mal. Der lacht da hinten. Genau, also wir haben hier Starter-Sets und Pinsel und Grundierung und Farben. Das Wichtigste. Natürlich haben wir Speedpaint. Jetzt die einzelnen Speedpaints sind alle da. Noch sind sie alle da. Einige sind schon relativ leer. Schwarz ist schon relativ. Da ist Schwarz ein und Weiß waren Körner. so die. Ja. Genau. Großartig. Kauf das. Es ist groß, es ist einfach großartig. Ich war so begeistert. Ich habe es vorhin Christian schon erzählt. Ich habe mir gestern das Starter-Set mitgenommen. Habe es auch mal ausprobiert. Einfach so, völlig unbedarft. Habe gedacht, naja, wird halt wie Kontrast sein, nur besser. Ich weiß, Christian hat die ganze Zeit schon erzählt, wie geil es ist. Und ich habe es ausprobiert und lag dann im Bett. Irgendwann ist meine Frau eingeschlafen und ich bin wieder aufgestanden und habe mich nochmal an den Tisch gesetzt, weil ich so begeistert von den Farben war, dass ich nicht schlafen konnte. So geil sind die. Das ist wirklich unglaublich, was man damit machen kann, wie gut das funktioniert. Es ist einfach, wer schnell was anmalen möchte und mit einem sehr guten Ergebnis. Ich habe Miniaturen benutzt, die schon ein bisschen gepreshaded waren, indem ich es einfach ein bisschen genebelt habe. Es sieht unglaublich gut aus. Ja, das nur von mir. Ja, also auch ich kann das nur bestätigen. Also wer Kontrastfarben kennt, genau, es sind Kontrast in geil und wie sie eigentlich zu verwenden sind. Ne? Schön ölig, man kann sie mischen. Allem kann man sie mischen. Da wird nicht einfach nur ein brauner Klump dann draus, sondern du nimmst Grün und Gelb. Oh, du hast ein helleres Grün. Das ist wirklich ein Traum. Richtig. Und auch die Verarbeitung und du kannst sie mit Wasser verdünnen und es ist halt so wie vielleicht Kontrast mal gedacht waren, aber dann technisch irgendwie nicht umgesetzt wurden. Hier allerdings schon, ne? Ne, für die Airbrush sind die auch nicht gedacht. Ich habe auch schon gesehen, wie Leute das durch die Airbrush gejagt Ja, haben. du Das kannst sah es. auch ganz okay aus. Ja, du kannst es halt drauf machen, aber die sind Ja. eigentlich zum Aufmalen, Ja, ne? ja. Nee, die haben es auch nochmal verdünnt extra vorher. Ja, also, weil die sind halt sehr ölig, ne? Ja. Von der Ich Konsistenz her. verstehe nur gerade noch nicht, warum ich die Minis waschen soll. Weil. Because why? Okay, du weißt es auch nicht. Mal Stream, ich weiß nicht, das will keiner sehen. Mein Gestümper. Vielleicht kommt Tobi mal Vielleicht komme ich ja auch mal und vorbei. besucht mich mal. Vielleicht Genau. habe ich ja auch eine Kings of War Armee jetzt angefangen, damit Christian da nicht alleine spielen muss. Vielleicht hat er das und vielleicht sind es Goblins. Vielleicht sind sie das. Auch nur vielleicht. Vielleicht benutze ich dafür halt jetzt auch Speedpaint und denke mir ja Feuer frei. Vielleicht. Vielleicht passiert das gerade alles.
Naja, weil du musst sie halt in einer dicken Schicht auftragen und Airbrush ist halt immer ein dünner Nebel, den du aufbringst. Deswegen funktionieren sie Ja, aber nicht. ich hab gesehen von, ich weiß nicht, mit Winter Minis, oder nee, es war irgendein anderes. Die haben es auch durch die Airbrush gefeuert und haben halt mehrere Schichten gemacht. Das sah dann schon auch ganz schön nett aus. Naja, das Reaktivieren, das musst du dir, also das. Du kannst Ja. bürsten, du solltest es eine ganze Weile stehen lassen. Es ist besser, es zu vanishen, also zu versiegeln, bevor man bürstet, aber Es ich kommt habe darauf das. an, welchen Effekt du erzielen möchtest, Genau. Schätzchen. Weil es ist ja so. Ich habe auch gebürstet, ohne irgendwas zu Genau, da, versiegeln. also das funktioniert. Weil der Vorteil ist ja, das Reaktivieren ist ja nicht, dass die Farbe mit einmal flüssig wird und runterläuft, sondern das ist mehr, du blendest die Farben ineinander über und dadurch kriegst du halt beim Trockenbürsten oder beim Aktienschmieren viel weichere Übergänge hin. Und das ist das Geile an der ganzen Geschichte. Ja. Ach so, ja, weil du Repuff-Miniaturen verwendet hast. Alles klar. Jawohl. Also wie gesagt, die sind ja auch schon vorgepackt, ne? Also für wer es noch nicht gesehen hat, wir haben ja, ich habe ja da mal beim Live-Malen haben wir ja mal das ausprobiert, in ausführlich. Ich habe diese Woche Halbling gemalt. Moin, Tabletop Dad. Ich kann es jedem nur empfehlen, 3,99 das Fläschchen. 18 Milliliter, also genauso viel wie in den großen von Games Workshop. Für 6,30. Ein Traum. Ist ein Träumchen. Wie Kontrast, nur geil. PS, hier steht übrigens, weil wir das letzte Woche hatten, hier steht übrigens schon die Warnung drauf. Das ist. Allergien, danke. Allergien. Reizend ist. Ja, manchmal sind es so einfache Worte, genau. Also hier ist schon der neue Aufkleber drauf. Jawohl. Das Starter-Set, was das kostet, 39,95. 39,99. 99 war es, ja. Genau, also die kosten im Grunde genommen, also die Starter-Sets hast du jetzt keine große Ersparnis, du kriegst halt nur einen Pinsel für um. Ja, im Grunde ja. Im Steht Grunde auch ist groß es drauf, das. ne? Ja, im Grunde ist es das. Ich würde ja sagen, man kann sich auf alle Fälle ein Starter-Set gönnen, aber ich habe das letzte einfach Der Tobi hat mitgenommen. das letzte, war vorhin schon einer da und musste weinend wieder gehen. Oh. Aber wir werden neue Starter-Sets Ja, wir bekommen. kriegen neue. Es ist jetzt Ich habe nicht auch ein das. schlechtes Gewissen. Kein Stück, kein Stück. Ich hatte Probleme mit dem Grundierspray von Army Pen, da waren die Düsen schnell verstopft. Nach dem Nutzen auch immer schön umdrehen und Umdrehen, nochmal. na, die haben selbstreinigende Düsen. Genau. Es ist auch so mit dem Effekt. Ich kann mal sagen, ich habe den Hautton von den Speedpaints ausprobiert. Aber wie gesagt, auf einer pre-shaded Figur. Und das war mir dann irgendwie so ein bisschen zu dunkel. Da habe ich dann ein bisschen gewartet, bis es angetrocknet ist. Habe es gebürstet, ganz normal. Und dann war mir das dann aber wieder zu viel. Und dann ist das aber, tut das der Farbe keinen Abbruch. Einfach sagen, gut, ich nehme jetzt nochmal eine Speedpan und fahre einfach nochmal eine Fuhre drüber. Sieht top aus. Also ist wirklich. Oder du malst vielleicht ein bisschen zu sehr über, machst irgendwas rot und hast eine Verzierung außen, die du gelb machen willst. Solange das noch nicht getrocknet ist und aktiv, gehst einfach mit einer gelben Farbe über die Stelle drüber und die verdrängt die untere Farbe und du hast dann auf einmal einen orange-gelben Übergang. Ich kann das gar nicht erklären. Es ist wirklich, es ist, It's magic. it's magic. Es ist wirklich, und man fängt auch an, sich so, oh, jetzt mache ich mal zwei Formen, die machen wir mal zusammen. Mal gucken, was da für ein Farbton rauskommt. Mal gucken, was da so geht. Also, Ja, also es ist auch, weil, was ich ganz cool finde, du kannst halt schön Blendeffekte machen. Ne? Du kannst zum Beispiel auf ein Schwert machst du oben, was weiß ich, blau und unten lila, einen Tropfen drauf und dann kannst du die ineinander schieben und da brauchst du halt keinen nass in nass und Trocknungsverzöger, zack, Feuer frei, fertig. Was, wir sollen Kings of War spielen? Machen wir wer sagt nicht. denn sowas? Dafür müsste Christian erstmal aufhören, mich über den Tisch zu ziehen und mir falsche Movement Trays anzudrehen. Da ist ja Ich habe kein. willkürlich gestern ins Regal gegriffen. Du hättest ja auch mal drauf gucken können, welche Größe das ist. Nee, nimm die heute, die kannst du ja dann brechen, das ist alles super, sind die zu groß? Sagt er mir, dann tauschst du doch um, hinten liegen noch welche, sind die auch zu groß? Vielen Dank auch. Also, so ist das hier. Für Du euch alle brauchst die gilt das nicht, 20er. aber die Mitarbeiter, die werden über den Nuckel Du gezogen. brauchst halt die 20er. Ja, die kommen da halt wieder rein, Herzchen. Doch, das habe ich ihm erzählt. Und er hat aber einfach nur nicht gesagt, ja, da reden wir drüber. Natürlich habe ich es ihm erzählt. Das habe ich ihm schon letzte Woche erzählt nach dem Stream. Ja, es ist ja auch alles okay. Wir müssen nur ein Datum finden. Ja. Hat er dir etwa gesagt, dass es nicht erzählt hat?
Das ist. Ich habe es vielleicht vergessen. Was ist denn hier nur los? Das kann vielleicht passiert sein. Ich werde über den Nuckel gezogen. Dann wird ja noch rumgelogen. So, das. Und deswegen muss ich befreit werden. Es ist unglaublich. Hier hörst du es zuerst, ich habe es ihm erzählt. Er hat nur wieder sein. Vielleicht sollte ich jedes Mal nachfragen, wenn er nur sagt, ja. Das ist immer so, wenn ich das höre, kommt meistens nicht viel rum. Kleinigkeiten. Manchmal vergisst Christian halt was. Ja. Zuhören zum Beispiel. Wir machen weiter mit Klemmbausteinen hier. Ja, aber um ganzes abzuschließen, wir werden da einen Termin für finden. Das ja, geht auf freilich. Alle Fälle. Natürlich. Mehr dazu, wenn du wieder gesund bist. Wir haben diese Woche Lieferung von Kubi bekommen. Also wer hier einen Zusammenhang erkennt. Jawohl, sind ein paar Neuheiten dabei. Also das Refill zeige ich euch jetzt. Ne, glaube ich zeige euch. Na doch, ein Refill ist dabei. Zwei Refills. Wir haben die neue F-16C Fighting Falcon von Lockheed Martin. Die gibt es ja einmal in der amerikanischen Version und sie gibt sie auch in der polnischen Version. Da ist der Unterschied im Grunde genommen nur der Tarnanstrich, beziehungsweise die polnische hat einen Tarnanstrich, die amerikanische ist ja eher so gräulich. Und der Pilot ist ein anderer, ich kann ihn mal zeigen. Also wir werden die polnischen nicht standardmäßig jetzt hier haben. Weil sie die haben wollen, sagt mir einfach mal ganz kurz Bescheid, dann kann ich euch die bestellen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich glaube, die ist eher dann doch eher für den polnischen Markt gedacht als polnischer Hersteller. 44,95 Lockheed Martin. Übrigens neue Lizenz, da wird noch einiges mehr kommen von Lockheed Martin. So, dann bleiben wir erstmal bei den Flugdingern. Fluggeräten, Automobilen. Da haben wir jetzt nämlich die Bell UH-1 Hue Iroquois. Iroquoise. Den habe ich schon mal gebaut in der Vorgängerversion. Das ist jetzt ein überarbeiteter. Also das, was mir jetzt spontan auffällt. Hier vorne ist jetzt sozusagen Erste Hilfe ist hier drin. Wir haben, hier gibt es jetzt eine Stange, wo er sich festhält. Der Öffnungsmechanismus ist hier anders. Die Rotorlösung ist anders. Das ist so, was mir am Anfang direkt aufgefallen ist im Vergleich zu denen, die ich gemacht habe. Da findet ihr aber auch ein Bauvideo dazu. Was auch noch neu ist, ist das Schild hier. Und die Piloten sind auch beide neu. Definitiv. Und wenn ich jetzt hier reingucke, ist das hier auch definitiv mehr bedruckt, das Cockpit. Also bei mir gab es nur eine so eine kleine Plate. Also das macht ja Kobi gerne mal, dass sie sozusagen, wenn da irgend, also die machen einen Printlauf von einem Produkt, dann verschwindet das, wird nochmal überarbeitet und kommt nochmal wieder. Also die klassischen Fahrzeuge bleiben sozusagen immer bei ihnen im Sortiment, bekommen nur sozusagen immer ein Makeover, wenn sie, das sind meistens Detailänderungen, die sie machen, aber ich finde das ganz okay. Ne? Hier oben auch, ne? Hier oben kann man es erkennen, zwei Antennen nochmal zusätzlich drauf. Das ist halt Kleinkram, aber das machen sie ganz schön. 59,95. Der kommt auch noch in der Kampfvariante. Also dann mit... Da hat er dann hier seitlich nochmal zwei Flügelchen dran mit Raketen und so weiter. Das kommt auch noch. Das ist jetzt aber eher der Transportvariante. So, dann haben wir den KV-1, also großer sowjetischer Panzer. Ich glaube, das ist Pendant zum Tiger. Genau, weil der T-34 das Pendant zum Panther war. So, 23 cm groß, aber auch hier wieder zwei Figürchen dabei mit Schild. Alles bedruckt. Das ist übrigens der Sniper. Und der Sniper ist auch der erste, der einen Umhang trägt bei Kubi. Ja. Wir werden in Zukunft öfters mal Anbauteile an Figuren sehen. Also da kommen auch tatsächlich irgendwelche Taschen und Rucksäcke und so weiter. Das werden wir jetzt häufiger sehen. Auch Motorblock und so weiter. Alles dabei. 49,95.
KV1. Dann haben wir den Tiger. Den gibt es aktuell ja in zwei Varianten. Den also fürs Afrika-Core, den habe ich euch gezeigt. Der war, glaube ich, relativ schnell weg. Die E-Variante ist jetzt wieder da, 59,95. Das sind so die Top-Seller, die sie haben. So, und also wieder der Trabant 601. In der 1:12 Variante war er, der Weizen, weil er nicht lieber war, jetzt ist er wieder da. Das ist aber tatsächlich der Nachfrage bedingt. Also der hat jetzt keinen Makeover bekommen. Der ist ja auch erst zu Weihnachten rausgekommen. Ne? Der ist ja relativ neu. 120 Euro, 1400 Teile. Schönes Teilchen. Erfahrungsgemäß wird er vermutlich nicht lange stehen. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Ja. Aber falls ihr ihn haben wollt, beeilt euch. Ich muss da jetzt nochmal drauf eingehen. Hattest du Probleme mit Armipenter-Sprühgrundierung und Dierung? Tatsächlich noch nie. Okay. Und ich benutze Armipenter schon, seit es die Firma eigentlich gibt. Aber ich muss das tatsächlich, ich habe da noch nie Probleme mit gehabt. Anders als zum Beispiel Citadel und Vallejo-Sprays. Also Vallejo war ganz gruselig. Citadel habe ich... Nur mit Korax, weil da habe ich immer Probleme gehabt. Ja, aber das Schwarz war für mich immer eine solide Bank. Das war solid, ja. Aber Farbsprays und so weiter waren auch teilweise immer schwieriger. Sehr dick oft. Ja, ja, ja. Aber tatsächlich mit Armipenter habe ich noch nie Probleme gehabt, noch nie. Deswegen frage ich, weil hätte ja sein können, dass ich halt einfach nur Glück habe, weil ich habe es jetzt noch nicht ganz so viel benutzt, aber ich hatte bisher, toi toi toi, auch noch keine Probleme damit. Also wir haben jetzt auch keine großartigen Reklamationen und so weiter. Also ja, wir hatten mal eine, die war ausgelaufen, die war aber nicht reklamiert, die waren halt hinten im Regal, war eine Fehllieferung, die war tatsächlich unten kaputt. Guten Abend, aber... Kubianer, ja. Also wie gesagt, also im Normalfall, ich weiß halt nicht, was das Problem ist, weil die haben ja selbstreinigende Sprühköpfe. Solange man so umdreht. Und ansonsten gut schütteln. Also ja, also die sind auch vom Sprühbild her. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die, also tatsächlich hatten frühere Sachen. Also ich kann mich an ein Produkt rein erinnern, die haben ein bisschen grisselig aufgetragen. Das lag aber daran, dass die Flaschen Frost abgekriegt haben, und zwar beim Großhandel. Also sie sind falsch gelagert worden beim Großhandel. Das ist dann aber auch zurückgerufen worden. Also da kann ich mich tatsächlich erinnern, weil die dann ein sprengelndes Sprühbild gemacht haben, aber mehr ist jetzt nicht so. Ja, genau, das ist auch zu dick. Oh, jetzt war ich nicht an. Also wenn die klebt, die Grundierung, dann entweder die Wetterumstände schwierig oder vor allem zu nah und zu viel gesprüht. Ja, das ist im Normalfall zu nah oder zu viel, genau. Oder eine Mischung aus beiden. Mhm. Weil dann klebt die ja, weil einfach dann zu viel ist. Zu viel Farbe, und, ja. Und 20 bis 30 cm Sprühstöße, sehr neblig. Wichtig ist aber zu sagen, dass man das bei Armipenter wirklich einhalten muss. Bei Citadel ist das nämlich nicht so. Weil ich habe das Gefühl, auch im Vergleich, vor allem das Schwarz bei Citadel, da musst du nicht 30 cm. Da kannst du halt auch ein bisschen näher und Feuer, und da kannst du auch mal nicht nur einen Stoß, da kannst du auch mal einen langen Stoß machen, weil das so ein bisschen dünner ist, habe ich immer das Gefühl, als die Armipenter Grundierung. Das vergibt das, wenn du dich nicht wirklich dran hältst. Bei Armipenter muss man aber wirklich sich dran halten, was auch hinten drauf steht, weil sonst wird es zu dick. Das war bei mir nämlich auch der erste Fehler. Ich hatte es auch mal, dass es dann klumpig und dick war. Aber du musst wirklich immer nur Sprühstöße. Also genau. Immer zack, 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 zack. Und dann geht es super ohne. Dann geht das wirklich super, aber es ist halt sehr kräftig und man kann das nicht so. GW, ziehst du auch mal durch. Da hast du 5 Punkte. Ja, da kann ich mir auch. Da machst du auch mal und ballerst einfach mal drauf und da passiert auch nichts. Aber bei Armipenter muss man da sich wirklich dran halten. Und vor allen Dingen darauf achten, dass nicht zu feucht oder zu kalt ist. Ja. Weil vor allem nicht zu feucht, weil dann wird es grisselig. Dann wird es grisselig, genau. Oder zu kalt ist auch nicht gut. So, wir machen weiter mit den... Das war es tatsächlich auch schon an Waren, die gekommen sind. Also es war viel, dadurch, dass Armipenter und Pokémon... Also tatsächlich
von der Masse her war es viel, es sind jetzt halt nur nicht viel, was ich euch zeigen kann. So, okay. Was man vielleicht immer noch machen kann, allgemein, vorher, vor allem wenn es ein bisschen kühler ist, man ist sich nicht sicher, ich stelle die Dosen sollten dann immer in die Nähe von der Heizung. Ja, es sollte eine Handwarm vorher sein, also 20 bis 22 Grad, also wenn ihr dran fasst, sollte es weder zu heiß noch zu kalt sein. Genau, und falls nicht, falls man das wirklich relativ zügig mal haben will, dann die gute Dose in eine Plastiktüte, weil die rosten nämlich, die darf man nicht einfach ins Wasser stellen, aber eine Plastiktüte, Wasser ein bisschen warm machen und dann wie in einem Wasserbad einfach kurz, bis es so ein bisschen warm, bis er handwarm ist. Handwarm, genau. Handwarm sollte es sein. Ich stelle sie halt einfach in der Nähe immer von der Heizung. Geht das schon. Ich würde sagen, wir fangen an mit Neuheiten Preview Show. Ich kann mich doch nicht. Ah! Danke. Ah. So, alles klar, wir machen weiter mit der Neuheitenshow. Die Neuheitenshow. Wir sollten endlich mal Jingles einsingen. Nein. Gut, okay, wir machen. Also auf dem Zettel steht Actionfiguren. Tobi hat gesagt, wir fangen heute mal mit was Fetzigem an. Ganz krass. Ne, Starship Troopers. Die Starship Troopers. Genau, ihr habt richtig gehört, Starship Troopers bekommt nun endlich. Ich überlege gerade, wann der Film rauskam. War der 99? 96? Irgendwann in den 90ern kam er raus, glaube ich, oder? Und den durftest du noch nicht sehen, weil der nämlich ab 18 war. Ganz allein. Da wusste ich noch nicht mal das von der Existenz. Ist der 96 rausgekommen? Ich könnte es sein. Da war ich oder halt 6 99? Jahre alt. Also ich weiß gar nicht, wann er rauskam. Auf jeden Fall ist da hatte ich noch Angst vor meinen eigenen Schatten. Gut, habe ich heute immer noch, aber zu der Zeit. Genau, also die bekommen jetzt sozusagen im Herbst ihre eigene Sortiment. Das könnte Christian tatsächlich mal so eine Speedpaint-Verkostung. Ich meine, er ist ja noch alte Schule, da wird viel gesabbelt und geleckt. Ja. Man könnte eigentlich auch so ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn am Mittwoch, wenn Christian malt, so, nee, am Dienstag, Entschuldigung, immer wenn du malst, immer wenn du mal so einen kurzen machst, dann nimmt man einen Sip. Aber ich glaube, da ist man innerhalb von einer halben Stunde komplett raus. Könnte schnell sein. 99 kam Starship Troopers raus. Da war ich 9. Genau. Also basiert ja tatsächlich, für alle die Starship Troopers nicht kennen, basiert ja tatsächlich auf einem klassischen Science-Fiction-Roman. Der steht da auch, glaube ich, im Regal. Ist so einer der Klassiker der Science-Fiction-Literatur und es geht halt um ein militantes Erdenregime, was sich gegen Eindringlinge erwehren muss. Und da sind tatsächlich die ersten zwei Figuren jetzt angekündigt. Natürlich sind das hier noch die Mockups, das bedeutet, hier fehlt noch die ganze Ausrüstung und so weiter. Werdet ihr, wenn wir ein neues Bildmaterial zugekommen haben, natürlich euch auch zeigen, werden aber erst Herbst-Weihnachtsfenster erscheinen, was? Ich habe jetzt nur das gelesen von Fritte Wodan, dass die Grundfarben von Army Panther bei ihm schlecht decken würden. Also ich kann, wie gesagt, da die überall Grundfarben nichts Negatives sagen. Das ist auch eine Glaubensfrage, ob man da jetzt Citadel nimmt oder Army Panther. Die decken gleich gut. Ich würde sogar einen Schritt gehen, manche decken. Das Gelb von Army Panther ist nicht so der Kracher, finde ich. Aber zum Beispiel das Matte Black, das normale Schwarz von Army Panther, das deckt super gut. Das nehme ich auch jetzt lieber als das Abaddon Black. Weil ja, Abaddon Black hat manchmal die Angewohnheit, wenn du nur ein kleines bisschen das zu sehr verdünnst, dann deckt das nicht ordentlich. Ja. Aber sonst ist das, also weiß ich nicht. Also ich kann das jetzt nur aus persönlicher Erfahrung sagen. Christian hat irgendwann gesagt, ah, ist doch völlig egal. Weil eine Farbe von, das weiß ich noch, da habe ich hier auch noch nicht gar, weil da war irgendeine Citadel-Farbe, war nicht da. Und ich sage, nimm halt Army Panther mit, das ist genau das Gleiche. Ja. Und es war am Ende halt auch wirklich. Also Farben sind, also zumindestens, wenn du die klassischen Farben wählst, sind die von Citadel und Army Panther genau dasselbe. Wenn du die Military Range bzw. die Model Color Range von Vallejo nimmst, sind auch genau dasselbe. Wenn du dann natürlich bitte die Game Color Range von Vallejo, die können dann nehmen und wegschmeißen sie es einfach. Die ist nicht mal, also die ist nicht fair.
Die sind einfach, ich piep das jetzt aus, aber die sind einfach nicht gut. Aber bei alle anderen könnt ihr willkürlich mischen. Wenn ihr dann natürlich in Spezialsachen geht, wie irgendwelche Effekte, Contrast, Speed Paint, Airbrush-Farben, dann wird es schon spezieller. Aber das Klassische ist, es ist im Grunde genommen dasselbe. Wie gesagt, man muss immer im Hinterkopf behalten, Army Panda ist der alte Hersteller, wo Games Workshop früher die Farben zugekauft hat, bevor sie nach China rübergegangen sind. Also es ist jetzt, aber wie gesagt, Farben haben irgendwie für Hobbyisten was Religiöses und da muss man sich reineifern. Also wenn du bei mir auf den Tisch guckst, das ist ein buntes Potpourri von allen, aber wie gesagt. Ja, Onkel Locke, ich höre auch auf Onkel Duncan, das stimmt ja. Weil es ist dann eher so oft, dass es dann drei oder vier sind und das nervt dann, bei Schwarz nervt das ein bisschen, weil Schwarz sollte einfach decken. Das sollte decken, genau. Und es sollte nicht ein Partyspaß werden, wo ich fünfmal drüber gehe, das nervt mich dann nämlich. Bei allen anderen Farben sehe ich das völlig ein, aber wenn ich die Base, den Rand bemale und muss da fünfmal rundherum, dann kriege ich eine Krise. Ja, fertig. Ja. So. Jetzt, genau, also Starship Troopers werden wir uns im Herbst ein Jahr anschauen. Ja, die musst du schütteln, ja. Am besten mit Agitator-Kugeln drin. Ja, natürlich muss man die schütteln. So, und da haben wir, genau, da hoffen wir jetzt mal, dass Mighty Chaos Lady uns, oder jemand anders, klug und weise macht, wer ist Ulig? Because er wird jetzt demnächst erscheinen. Aus dem Tor-Universum. Ja, wie du das gleich weitergibst. Ja, du, hier Thor, Marvel, Mighty Chaos Lady ist zum Glück im Chat direkt die Frage weitergegeben. Ja. So, also der Thor kommt raus. Nein, also der Ulig kommt raus. Also es wird aber eine größere Figur, ne? Also da sind wir dann in der Hulk-Größe tatsächlich. So, dann kommen wir jetzt zu was, wo ich habe sie gesehen und gesagt, geil, müssen wir sofort bestellen. Andere haben mich niedergebrüllt. Ich nicht. Gut. Das war die richtige Assistenz. Ich habe das nicht gesagt, das möchte ich nochmal hinzufügen. Ja, in dem Fall war es tatsächlich nicht Tobi. Gut, wir gehen mal zu dem Power Ranger Zords. Ja, ihr habt richtig gehört, denn die Zords bekommen ihre eigenen Actionfiguren. Da muss ich nochmal kurz, ich weiß, so, wir kommen heute von dem Tabletop-Thema nicht weg. Vortex Shaker, Onkel Locke, was kauft, wie viel kosten sowas? Also ich habe da ja schon absurde Preise gesehen. Kann man da einen günstigen nehmen? Hast du einen günstigen? Hast du einen sehr teuren? Da habe ich nämlich auch schon mal drüber überlegt. Weil wenn es so faul ist zum Schütteln. Einfach reingesteckt. Und da ist das geschüttelt, das Teil. Du hast sowas auch nicht, oder? Bist noch oldschool. Mhm. Er ist der König der Steintrolle. Vielen Dank, Mighty Chaos Lady. So, kannst du das mal groß machen, damit man das mal sieht? Ja. Ist groß. Tu so, als wäre es jetzt gerade bei dir groß. Genau. Also wir kriegen nicht nur die Actionfigur, die sozusagen in so einer coolen VHS-Verpackung kommt, also so wie der klassische Einschub, sondern er ist dann drinnen nochmal in einer extra Box und das ist super geil. Weil die ist tatsächlich auch gemacht wie eine VHS-Kassette und als hätte Klein Timmy das draufgeschrieben. Dino Megazord. Und zwar so wie Klein Timmy das natürlich denkt und auch draufmalt. Und ich muss sagen, das ist verpackungstechnisch ganz weit vorne dabei. Die Verpackung auch. Ja, ich sag mal, warum kriegt Hasbro das so hin und bei anderen Dirk? Genau, da kommen insgesamt vier verschiedene raus.
Na gut, das Design ist natürlich den Power Rangers geschuldet. Na, für alle, die es nicht kennen, Power Rangers, die gibt es ja schon ewig und die fahren ja natürlich immer in Einsatzfahrzeugen. Und die können sich sozusagen, alle fusionieren die Power Ranger in ihren Fahrzeugen und dann sind sie sozusagen so ein Sort, also ein Mecha-Kampfanzug und dann hauen sie meistens auf die großen bösen Monster. Hallo, Payblue. Ist das geil hier. Nochmal. Der Andreas Wolfgang hat geschrieben, ja. Er hat Power Rangers schon als Kind gehasst. Aber ich denke mir so, warum? Also die haben ja doch nichts getan. Ist halt Quatsch eigentlich, aber halt nicht im Negativen. Ja, es ist ja halt, ne, man wollte halt Zeug verkaufen. Und genau. Ist wie alles, ne? Egal ob He-Man, Power Rangers, Transformers, es ging um Spielzeug, die eigentlich mal Spielzeug waren und dann irgendwie versucht wurde, eine Serie draus zu machen. Halt direkt auf die Zielgruppe zugeschnitten. Das stimmt. In der Gegend gab es immer riesige Explosionen in einer kleinen, winzig kleinen Spielzeugstadt. Wenn der alte Mann da rumgetobt ist, wie Godzilla. Perma-Godzilla. Der Megasort. Oh ja, das stimmt. Oh ja, also ich fand's super. Also ich bin jetzt hier auch nicht der große Power Ranger Fan. Da gibt es ja 12 Trillionen Ableger. Ja, vor allem war Power Rangers ja eigentlich immer größtenteils nur diese Kampfszenen, dieses ganze mega lange Gelaber wurde ja nur für den europäischen Markt reingeschnitten. Also genau. Und wenn man sich das manchmal anguckt, vor allem die ganz alten Folgen, dann sieht man das auch richtig, wie schlecht das auch gemacht ist. So, ja, wir müssen das noch ein bisschen schrecken, nur Gekloppe ist halt... Genau, es ist halt, also für die, die es nicht kennen, ne? Es ist eigentlich eine japanische Serie, die eingekauft haben und sie musste irgendwie für den westlichen Markt angepasst werden. Also hat man gedacht, gut, wir müssen ein bisschen Story und Geschichten rum erzählen und können nicht nur Dino-Sachen, die in der Stadt rumhoppeln. Ja. Und es ist tatsächlich auch so gemacht worden, dass die erst die Spielsachen gemacht haben, also die Firma hat zuerst die Spielsachen hergestellt und dann sind die an die Serienproduktion herangegangen und haben tatsächlich exakt diese Spielzeuge verwenden sie als Waffen, die Schwerter und Pistolen und so weiter und die Helme, damit halt Klein Timmy genau das kaufen konnte, was er am Samstag früh morgens, was es heutzutage ja nicht mehr gibt, ne? Jetzt kann man jetzt ja rund um die Uhr gucken, aber Samstag früh gab es immer, die Eltern haben geschlafen und kleine Kinder haben sich Mighty Morphin, Power Rangers, Turtles, Ghostbusters, das ganze geile Zeug reingezogen. Mila Superstar, ne, das kam immer nachmittags, das war für die Mädels. Denk drüber nach! Ab früh, ich glaube 5.30 Uhr ging das los, oder was? Ja, ja. Das war irre. Und dann später war das dann hier Cartoon Network. Ja, waren das geile Zeiten. Alter Vater. Und irgendwann gab es dann ja auch noch Super RTL. Ah, da bist du, glaube ich, schon. Ja, da war ich dann schon. Da warst du schon raus. Da war ich schon raus. Da gab es eine Serie über einen Rennfahrer, die hieß Michel Vaillon und ich wusste nicht, was diese Piep soll. Also das war eine Serie, ich habe es trotzdem geguckt, weil man war halt ein Kind und hat allen Quatsch geguckt. Ja, du hast dich halt früh 5.30 Uhr dort hingesetzt, obwohl du in der Woche bist du nicht aus dem Bett gekommen. Ja. Ne? Oh, Schule, oh Gott, um 7 aufstehen. Oh. Und dann, oh, 5.30 Uhr, ja. Samstag. Und Sonntag direkt wieder. Ja, weil da gab es einen Anreiz. Schule war ja nicht ein Anreiz. Genau. Und da kam immer im halben Stundentakt, es war nicht so das Doppelfolgen oder das gab es ja damals nicht, ne? Das wurde einfach. Und du musstest es gucken, es kam keine Wiederholung oder was, es kam nur da und. Geil. Ja, das war eine gute Zeit. Früher war alles besser. So, wir machen weiter mit Star Wars. Wo wir bei den Themen sind, früher war alles besser. Weißt du, die meisten denken, dass früher Star Wars besser war. Ja, weil sie alle Fans. Kommt immer drauf an, was für Fans. Na, die richtigen, die meckern. Ja, Star Wars-Fans meckern immer. Nee, meine Trilogie ist viel besserer als deine. Besserer, am bessersten. So, wir machen mal weiter. Genau, da haben wir R2-D2. R2-D2.
in der Sensorscope-Variante. Das sind jetzt, also alles, was wir jetzt zeigen, sind Vintage-Größen, also die kleinen, ne? Siehst du, da kennen sich alle. Der lila Launebär, das stimmt. Oh ja. Das waren Zeiten. Mach mal weiter. Wir hier, R2D2 in der Winter. Ich muss mal ganz kurz. Huiuiui. Ja, ne, alte Leute erzählen, genau. Wie gesagt, alles Vintage-Größen, die kommen aber auch erst, ich glaube, August war da so das Release-Fenster. Ich knall die jetzt durch. Was? Du kannst es nicht durchstellen, das ist der Imperial. Du hast eben noch gesagt, ja, mach. Naja, ich habe dir wieder nicht zugehört. Ja. Genau, der imperiale Gunner kommt, den gab's. Du hast dir wieder selber nicht zugehört, ja, das stimmt. Du solltest dir manchmal zuhören. Genau, ihr wisst, also das sind die Jungs, die den unsichersten Job der Galaxis haben. Dann die Stormtrooper. Falls ihr euch fragt, wo bleibt die Box? Keine Ahnung. Ja, ist noch. Das wird noch. Genau. Und jetzt die wichtigste, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Du weißt es, die kommen immer zu zweit. Ja, Claymore-Sage war ein geiles Teil. Die kommen immer zu zweit, die Wachen. Die wichtigste Figur. Wachen der Wolkenstadt sind das jetzt, ja? Also da kannst du nicht so drüber wegswipen. Nee. Es gibt halt unwichtige Charaktere und es gibt halt wirklich sehr wichtige Charaktere. Genau, wie jetzt hier. Bespin Guest Security Guard. Allein das Bild ist... Das, was im Hintergrund... Also mir sind sie nicht mehr aufgefallen, aber... Ja, das ist halt Erotik pur. Da kannst du mir halt nichts sagen. Also... Da hast du auch deinen Schnauzbart im Übrigen. Ja, ein schöner Schnutzer. Ja. Eins in Chat, wenn der Christian auch wieder stehen soll. Nein. Das kriegt Christian nicht mehr. Das ist durch. Also es Zeit ist vorbei, dass du, wie gesagt, wir hatten es vorhin das Thema. Jetzt kannst du es wieder machen. Damals war es riskant. Ja, aber jetzt hier. Da, also deine Kinder eigentlich so auch zur Schule. Genau, also das ist. Oberknall. Ich habe gedacht, bei Star Wars haben sie mittlerweile alles durch. Aber das schießt den Bogen ab. Und falls ihr denkt, Moment, die kommen doch immer zu zweit. Natürlich, die Wachen von Bespin sind immer zu zweit. Dementsprechend gibt es natürlich auch noch den zweiten. Ja, das ist was für wahre Kenner. Steht ja auch drauf. Unglaublich. Ja, ihr könnt euch jetzt schon drauf freuen. Schon mal einen extra Platz in der Vitrine vorbereiten. Also das ist jetzt hier, die müssen schon mal ein bisschen, das sind schon Fokusprodukte. Also manchmal, wie gesagt, kommt wieder der Moment, wenn Christian sich überlegt, wie kommt man zu so einer Entscheidung? Sitzen so wieder die Designer am Tisch? Was könnte man machen? Wir könnten einen Look machen. Oder einen Vader. Ja, die haben wir schon. Wie wäre es mit dem dynamischen Duo? Ja, aber eigentlich ganz cool. Ich meine, Vader hast du halt jetzt wirklich schon in 100 Posen. Und ja, natürlich, aber es ist halt so. Irgendwann sind wir dann an dem Punkt, wo du dann, weiß ich nicht, einen Mülleimer auf dem Todesstern dann halt auch kaufen kannst. Ja, oder so. Aber dann sage ich mir, okay, mittlerweile haben sie sehr viel neuen Franchise gemacht, ne? Die das aber sammeln, sind ja dann die sagen, ja, gut, früher war ja, alles besser. Ja, du hast vollkommen recht. Wir sind ja hier in der Vintage-Größe, also die kleinen Figuren, das sind natürlich die alten Leute. Die finden sowohl Clone Wars als auch First Order alle piep, weil es gibt nur drei Filme und dann nehmen sie heute bisher sehr, sehr gut selbst ausgepiept. Mal gucken, das könnte heute mal was werden. Toi, toi, toi. Ja, genau. Und alles andere existiert nicht. Vielleicht, wenn sie einen guten Tag haben, können sie noch Rogue One ab, aber dann wird's dünner. Alles andere ist alles Hexenwerk und gehört überhaupt nicht dazu. Ja, aber wie gesagt, ich hätte halt lieber mal, weiß ich nicht, mittlerweile haben sie ja so viel. Ja, Lando zum Beispiel. Also Jar Jar Binks jetzt unnötig nennen, finde ich halt auch schwierig. Er ist nicht für Onkel Locker, man muss jetzt ganz, also dann bist du einfach zu alt dafür. Ich muss es jetzt einfach mal ganz knallhart sagen. Jede Star Wars Trilogie hat seine Zeit. Und wenn du als Kechel zum allerersten Mal einen Star Wars Film im Kino gesehen hast und da taucht Jar Jar Binks auf, frag die
Kids, die jetzt in dem Alter sind, die finden ihn geil. Das ist einfach so. Der gehört einfach dazu. Der ist wie jetzt in der neuen Trilogie, weiß ich nicht, wen haben wir da Vergleichbares? Da haben sie dann gar nicht mehr. Nee, diesen Comedy Relief haben sie. Ja, der war halt zeitgemäß dann, ne? Ja, also ich meine, wenn du jetzt hier schon seit den, also die Originalfiguren seit damals sammelst, seit den 70ern, na, ich sag mal, du warst als Kind, da warst du in den 70ern, ne? Da kam der erste raus, 74, so mal großzügig. Da warst du da vielleicht 10. So mal großzügig, 10, ne? So, dann hast du 70er, 80er, 90er, 2010, 220, was bedeutet, du hast da vorne eine 6 stehen. Vielleicht warst du damit so jung. Es hält sich die Frage. Da sagt er, du bist erst genauso alt wie du. Kannst du denn noch was mit Jar Jar Binks anfangen? Jar Jar Binks kam jetzt nicht zu meiner Zeit. Ja, da meine ich ja. Aber Onkel Locke sagt, er ist genauso alt wie du. Das heißt, ihr müsstet ja im besten Fall eine ähnliche Meinung haben. Also für mich ist Jar Jar Binks so ein Charakter wie zum Beispiel C-3PO. Bist du für mich so ein Comedy-Ding, was so ein halt Comic nimmt. Relief, der halt irgendwie lustig sein genau. kann. Und der hat halt einen Humor bedient, der in dieser Sparte halt, dieser starke Slapstick, das war halt auch zu der Zeit gerade total absolut lustig, hatte quasi wieder hat sich wieder neu erfunden, so dieses Slapstick, das war vorher eher so, ja nicht. Genau. C-3PO war eher so ein bisschen dieser geistreiche Humor und dann kam halt wieder so eine Phase, wo das mal wieder so eine Neuheit hat, wie im Mode halt auch, dass alle 30 Jahre im Grunde wieder und wieder wir dasselbe sehen. Genau. In der neuen Trilogie ist es Boba Frick. Der taucht zwar nicht so häufig auf, aber Boba Frick halt, ne? Na, hier ist diese Payblue, war früher C3PO und jetzt, genau. Das ist einfach so. Genau, halt nur mit einem anderen humoristischen Ansatz und der hat sich dann halt gedreht und nach Jar Jar Binks war das ja dann auch nicht wieder. Passiert. Genau, aber na gut, man hat dann C3PO, man hat C3PO wieder mehr in den Fokus gerückt. Okay, damit kann man das beenden, was Hugo geschrieben hat. Jar Jar ist der Weltraum Steve Urkel. Ja, aber Steve Urkel war ja genau zu dieser Zeit. Ja, deswegen natürlich. Und deswegen passt das ja auch genau rein. Genau, Star Wars ist immer Spiegelbild seiner Zeit. Und das ist der Grund, warum sie auch so erfolgreich sind. Weil wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du einfach mit der Zeit, ne? Okay, jetzt hast du deinen guten alten Herrenspruch abgelassen und wir fahren weiter. Transformer steht hier auf meinem Zettel. Genau, Dirk, es ist einfach, Star Wars ist, und doch, einer müsste da sein, der hat sogar den Background, so ein, das ist der mit der Kette. Hier ist keiner, das ist leer, das war's, ich hab alles. Und da war kein Transformer. Den hatten wir doch vorhin. Nee, hier ist nichts. Ich mache ja immer alles weg. Was ja, du hast vermutlich gelöscht, Schätzle. Okay, also stellt euch vor, da kommt ein Transformer. Wir zeigen ihn euch nächste Woche. Wir zeigen ihn euch nächste Woche. So, jetzt steht hier auf meinem Zettel Board Games. So, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also es war letztes Wochenende, war die UK Game Expo. Das ist nach der Spielwarenmesse Essen die zweitgrößte europäische Spielemesse. Naja, und da dieses Jahr ja die Nürnberger Spielwarenmesse aus, die ist zwar nur für Händler und Fachpublikum, aber da die ja ausgefallen ist dieses Jahr, hatte ich gedacht, okay, dann bringen sie halt, also sie wären normalerweise im Februar, dann kommt halt jetzt im März, gehen sie alle und zeigen es in UK, weil sie ja Neuheiten haben. Sagen wir, meine euphorische Vorfreude wurde arg getrübt, als ich dann tatsächlich die Enthüllung gesehen hatte. Denn zum Beispiel der größte Release, den der Kosmos Verlag rausgebracht hat, war Robin Hood, kommt jetzt in Englisch. Ja, that's it. Wir haben noch ein paar, 1, 2, 3 Sachen, die wir jetzt so zeigen könnten.
Das machen wir jetzt auch mal. Und zwar fangen wir an mit was hast du als erstes? Marvel. Ja, mach mal mit, was fängst du an mit Marvel? Genau. So, da haben wir zum Beispiel den Marvel Remix. Fantastische Reiche hat 2021 das Kennerspiel des Jahres gewonnen. Genau, das steht auch oben noch drauf. Da kann man es ja Fantasy Realms. Und das bekommt dieses Jahr einen Ableger mit Marvel Remix, was im Grunde genommen dasselbe ist im Marvel-Universum. Also ihr baut jetzt hier keinen Fantasy Königreich auf, sondern euren Marvel. Wie nennt man das denn? Kosmos? Marvel Kosmos. Wird ganz lustig werden. Ich denke, sogar vom Setting her wird es erfolgreicher sein als Fantastische Reiche. Release-Fenster 2022. Weitere Informationen haben wir dazu noch nicht. Dann haben wir jetzt, was machst du jetzt? Ja, wir machen mal. Wir bleiben mal hier. Ach, machst du Star Wars? Mach doch Star Wars. Ich bin da genau. Ja, Schroman Games sind jetzt schon nicht die günstigsten, das muss ich. Das stimmt. So, Und zwar kommt der dritte Ableger zur Villainous-Reihe. Also wir haben Disney Villainous. Marvel Villainous ist ja jetzt dann schon erschienen. Und um den Reigen voll zu machen, nehmen wir natürlich noch den dritten Disney-Kosmos. Und dann sind wir im Star Wars-Universum. Das bedeutet, im Weihnachtsgeschäft 2022 wird uns Star Wars Villainous erwarten. Ich gehe mal ganz stark davon aus, das wird gut laufen. Also lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Da müsste ganz viel schief laufen, dass das nicht gut ist. Genau, hier haben wir schon die ersten paar Figürchen. Aber auch hier ändert sich am bekannten Prinzip nichts. Wir printen halt neue Bilder drauf. Und dann hatten wir noch eine weitere Neuankündigung. Catan Dawn of Humankind. Und zwar vom Catan Studio. Das ist also tatsächlich der Asmodee-Release. Weil in Deutschland kommt zwar Catan über Cosmos, das sind aber alte Verträge. Catan Studios, also die sich damit beschäftigen, ist eine Asmodee-Gruppe. Diese rechtlichen Geschichten da immer. Und zwar ist es tatsächlich die erste große Neuentwicklung, die das Catan Studio gemacht hat. Es soll Catan-Elemente beinhalten, aber tatsächlich einen, einen zivilisatorischen Fortschritt also beinhalten. Das bedeutet, ihr führt sozusagen eure Zivilisation durch die Zeit von der Steinzeit bis in die Antike. Wie das genau funktioniert, wissen wir noch nicht. Also außer frohlockenden Marketing-Blabla haben wir natürlich noch nichts gesehen. Wir haben auch tatsächlich nur das Arthur gesehen. Wir sind mal gespannt. Und also es kann gut werden, es kann aber auch Müll werden. Genau. Aber auch das Weihnachten. Das war's zur UK Game Expo. Falls ihr euch fragt, Moment, hallo Freunde der Sonne, wo sind denn hier die ganzen Tabletop? England, größter Markt, hallo, normalerweise zeigt ihr dort Neuheiten ohne Ende. Da hielten sich die Menschen sehr bedeckt, denn da kam nichts. Das ist nicht ganz gelogen, es kam Cool Mini or Not hat ein paar neue Sets für Song of Ice and Fire gezeigt. Die haben aber auch, weil seit Donnerstag läuft die Adepticon in USA. Dort haben sie noch weitere Sets gezeigt. Dementsprechend zeigen wir euch jetzt mal alle Sets geballt. Ich denke, wir fangen jetzt mit Song of Ice and Fire an. Ja. Warlock Games
Genau, also die anderen haben tatsächlich jetzt nichts Dramatisches gezeigt. Also Games Workshop und Warlord Games haben... Das haben sie aber nicht auf der UK Game Expo gezeigt. Also fangen wir jetzt mit der Song of Ice and Fire. Tschüssi, Andreas. Wir fangen mit der Song of Ice and Fire an, ja. Genau, also das Stark und Lannister Starter Set, das fliegt raus. Das nennen wir, vergesst es, das wird es nicht mehr geben. Stattdessen gibt es zwei komplett neue Starter Sets. Einmal Stark, einmal Lannister. Diese beinhalten auch neue Figuren. Sind sie besser? Ja, also ich finde schon. Wir können da auf der Rückseite mal sehen. Entschuldigung. Sie werden bei uns in Deutsch vermutlich ab Sommer erhältlich sein. Kann man so groß machen? Ich mach da mal Lannister groß gleich. Und Stark nicht? Ich bin jetzt schon durch. Alles klar, gut. Genau, auch hier habt ihr wieder in den Starter-Sets alles das drin, was wir in den anderen Starter-Sets haben. Das bedeutet Regelwerk, angepasste Würfel, Gelände, halt und natürlich eine Armee. Sehen wir's? Ja. Ja, die Regie sagt ja. Also ihr seht schon auf den ersten Blick, wer das alte Starter-Set hat, das sind ganz neue Sachen. Auch die Helden kriegen neue Posen, sind neu gesculptet worden. Hat wie gesagt mit dem alten Grundset nicht viel zu tun. Wenn ihr das alte natürlich habt, könnt ihr die beliebig kombinieren. Das Einzige, was ihr halt habt, ihr habt halt dann die Characters. Also da sind jetzt keine neuen Charakter drin, die haben nur neue Sculpts bekommen. Dann könnt ihr die kombinieren, aber ansonsten habt ihr da neue Einheiten drin. Was ich ganz gut finde. Dass sie jetzt sozusagen nicht nur gesagt haben, okay, wir machen, sondern tatsächlich komplett neue Sets. Aber da kommt natürlich mehr. Kliegern, Brigands, also diese Reiter habe ich jetzt so. Achso, ich muss ja hier. Ha. Ja, deswegen, da stand ich ganz oben Wohnung gehen, deswegen habe ich dreimal gefragt. Ja, das stimmt. Aber es passt jetzt vom Übergang. Ja, diese Update-Karten wird es tatsächlich, also hat Kumi Not gesagt, wird es tatsächlich auch nicht mehr geben. Also das war jetzt ein einmaliger Versuch. Nett gemeint, aber die Rotationsgeschwindigkeit ist zu hoch. Das bedeutet, die landen dann sozusagen nur in den Reprints der Sets, sind dann die neuen Karten enthalten. Aber nochmal rausbringen werden sie das nicht. Und ich muss sagen, die Reiter sehen schon geil aus. Da haben sie nochmal so eine richtige Schippe draufgelegt. Ja, das sind also die auch im neuen Grundspiel dann drin sein werden. Du müsstest, wenn du dein Mikro einschaltest, kannst du das sagen. Ich verstehe das nicht. Karstark Spearman. Habe ich dir gesagt. Okay, also mit Soufflöse kannst du nicht arbeiten. Nein, unem. Die sehen auch gut aus, muss ich sagen. Die sind, glaube ich, im Stark Grund, also Starter Set dann drin. Achso, die sind dann noch. Man kann es aber nochmal separat kaufen. Naja, klar. Für diejenigen, die das alte Starter Set zum Beispiel. Und sagen, okay, wir brauchen das nicht. Aber die Helden separat kann man nicht kaufen. Nee, also die gibt es tatsächlich nur da drin. Ich muss sagen, die werden halt auch immer besser. Das ist einfach so unglaublich. Dann kommt Thornwatch. Die Armbrustschützen. Piu, piu, piu. Für die, wie heißt denn das Haus? Für die Gelben. Kriegst du einen Namen. Okay, das ist ein bisschen kleinere Darstellung. Das ist nur von hinten drauf, ne? Von hinten. Also es ist ja wie ihr schon vorne drauf seht, es ist multilingual. Also es wird jetzt nicht mehr länderspezifisch geben, sondern es gibt die Sets und die beinhalten im Grunde genommen alle Sprachen.
Gilt das auch für diese Radio? Für diese App, die es dazu gibt? Oder nee, die ist nur dann nur englischsprachig oder was? Hm. Dann haben wir Greyjoy Heroes Nummer 2. Sehen auch ganz gut aus. Da sieht man jetzt auch gleich die Karten mal mit dazu. Genau, die, wobei, also das sind jetzt Sachen, die jetzt, die tatsächlich schon Release-Fans hatten, also da, wo wir die Boxen gesehen haben. Ich glaube, die Greyjoys und so weiter, da hieß es nur, sie werden im Laufe des Jahres kommen, da ist aber noch kein Release-Fenster oder sonstiges. Mhm. Da kommt dann jetzt als nächstes die House Harler Reapers, die finde ich ganz cool, mit den Äxten, mit diesen Zweihand-Äxten. Mhm. Die sehen ziemlich dynamisch aus, finde ich ganz cool. Dann kommen die Mormont Bruisers, das sind diese dick gepanzerten, die so kleine Rundschilde haben. Kleine Rundschilde und dicke Panzer, hm? Mhm. Das heißt, dicke Panzer, die haben eine Panzerung und aber so kleine Rundschilde und Knüppel. Ah, die Android-App ist auch auf Deutsch. Na, siehst du. Dann ist ja top. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich die anders beschreiben soll. Die haben halt ja, die haben so Bucklers, so Parierschilde haben sie. Mhm. Genau. Und Shadow Tower Spearmen. Nochmal ein etwas dynamischeres Spearmen. Juhu! Finde ich so okay. Finden sie nur okay? Ja, die sind halt okay. Sind halt okay. Muss ja nicht alles immer toll finden. Ja, das stimmt auch wieder. Da ich sie nicht sehe, kann ich das gerade nicht beurteilen. Ich sehe hier noch die mit dem Buckler. Ja, also im Gegensatz zu den Reitern jetzt beispielsweise oder diesen Harlow Reapers finde ich die halt so ein bisschen okay. Nicht schlecht, jetzt gar nicht, aber halt jetzt auch nicht, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt super. Ja, fällt es jetzt nicht vom Glauben. Genau. Also wie gesagt, das war tatsächlich das, was sie gezeigt hatten. Auf zwei Conventions. Falls ihr euch jetzt fragt, was hat der andere Ableger für Tabletop-Bereich von Asmodee gezeigt, nämlich Atomic Mass Games? Nichts. Auf zwei genau Messen haben sie tatsächlich nichts geschafft. Cool, gell? Ja. Warlord Games hat tatsächlich ein bisschen Neuheiten gezeigt. Ja, das ist ja übertrieben. Ja. Und zwar werden wir ein neues Halbketten-Set bekommen. Genau, und zwar könnt ihr aus diesem Set alle Varianten draus bauen. Ja, wird ein Kunststoffbausatz. Release-Fenster gibt es dazu aktuell nicht, wegen, wir haben keine Möglichkeit, es zu verpacken. Genau. Immer noch nicht. Soll tatsächlich ab dem Sommer soll es besser werden. Hoffen wir mal. Also eine Box, um sie alle zu vereinen. Und dann kommen halt noch ein paar Supportfahrzeuge. Yay. Haben die Spieler schon Wirkung? Ja, die gibt's halt alle, ne? Kann ich da dann Leute wiederbeleben oder was, wenn ich so einen Support... Ja, da, also den Sunnywagen, ja, im Umkreis. Ah, okay. Also du kannst sie nicht wiederbeleben, aber du hast einen, ich glaube, einen 6er Rettungswurf im Umkreis. Ja. Genau, das war die große Neuankündigung von Warlord Games. Yay! Bis Sommer. Man muss sich das immer zu vor Augen führen, ne? Also wir reden jetzt hier nicht von, okay, wir schicken das einfach mal im Newsletter rum, sondern zwei große Messen, die eine in Amerika, die andere tatsächlich die größte, die in Europa seit langem stattgefunden hat. Und wir schaffen es, eine Box und einmal eine Autovariante vorzustellen. Respekt. Also wir leben in fantastischen Zeiten. Dann schauen wir mal, was Wargames Atlantic vorgestellt hat. Die haben natürlich als amerikanische oder sehr zu Amerika zählende Firma zwei Sets dort vorgestellt. Einmal, ich weiß nicht, mit was du anfangen möchtest. Genau, einmal haben sie für Science-Fiction-Figuren
Briten in Space oder auch Baldocks vorgestellt. Hammer? Genau, also wieder Multipart-Kunststoff, wir können wieder alles draus bauen. Von der Warte wird das ganz cool werden. Release-Fenster unbekannt zurzeit. Und wir haben jetzt ein bisschen was Spezielleres. Also ich persönlich hätte das, glaube ich, nicht aus Kunststoff gemacht, aber hey, wer bin ich denn? Und zwar den Boxeraufstand. Wer in Geschichte aufgepasst hat, wisst, ja. China möchte unabhängig von den Kolonialtruppen werden. Der Boxeraufstand bekommt eine Kunststoffbox für die Chinesen. Because why not? Ja, das ist schon spezieller, sag ich mal. Also, das ist sehr spitz. Für denen das interessiert. Wir haben auch die Puppen nochmal einzeln. Ich weiß jetzt halt immer noch nicht, wie viele jubilieren und aufrufen. Endlich einen Boxeraufstand ordentlich nachspielen. Ich weiß halt nicht, vielleicht gibt es auch eine riesige Community, die ich halt nur nicht kenne. Möglich. Vielleicht sollten wir auch einfach das spielen. Vielleicht gibt es dann bald das Boxeraufstand Thema Spiel. Ich weiß es halt nicht. Also es ist so, wow, ganz schön spitz. Aber okay, wer sind wir denn? Das war Wargames Atlantic, auch hier überschaubar. Mantic Games hat sich tatsächlich ja bedingt Neuheiten gezeigt. Sie haben mit Firefight ihr neues Science-Fiction-Spiel vorgestellt. Ja, es greift halt auf bestehende Figuren zurück, es kommen auch neue. Ist halt ein Skirmish, also ein richtiger Skirmish, jetzt nicht wie Dead Zone, wo ein Brettspiel Miniaturen-Variante, sondern tatsächlich ein Skirmish. Also das ist tatsächlich vergleichbar mit Warhammer 40k. Habe genau. Ich immer reingemacht, die ganze Armee um diese. Genau, also wir treffen halt Science-Fiction-Armeen aufeinander, halt die ihr aus Dead Zone schon kennt, knallen die dort aufeinander. Sie verbinden hier verschiedene Spiele, die sie haben, genau, das wird so ein Armee-Set sein, die kommt dann raus, das ist so ungefähr die Größe, die ihr da spielt. Ne? Habt ihr jetzt die Enforcer, also normalerweise spielt ihr ja bei Dead Zone eine Handvoll. Und jetzt schickt er halt ganze Truppen und Armeen in die Schlacht. Ich warte mal, was sie. Genau. Der kommt jetzt noch das Flieger, danach kommt der Gobo. Ich weiß jetzt nicht, wie genau du jetzt darüber was sagen willst. Nö, ich wollte es nur mal zeigen. Also, das ist jetzt hier. Ich würde das. Das ist die. Stefan. Das ist die neue Edition von Firefight. Genau. Jetzt mache ich noch die Infested Army. Die zeige ich jetzt nochmal. Die komplette. Genau. Da haben dir die Autos gut gefallen. Du meinst mit dem Toten vorne dran? Genau, weil der Tote vorne dran gebatschert ist. Genau, also es ist die neue Inkarnation. Es gab es früher mal, das bekommt neue Regeln. Basiert jetzt, die neuen Regeln basieren auf den Dead Zone Regelwerk. Ja. Das hieß doch aber vorher auch nicht Firefight, oder nicht? Oder bin ich jetzt gerade falsch? Das heißt doch, ich ist so anders vorher. Oder das hieß früher mal Warpass. Es gab eine kleine Variante von Warpass, die hieß Firefight. Ah. Und jetzt hat man sozusagen das hochskaliert. Und hat Warpath weggelassen und das heißt jetzt Firefight. Aber es ist jetzt trotzdem die größere Variante. Es ist die größere Variante, aber mit dem mit einem aufgepippten Regelwerk von Dead Zone. Also es ist so. Eine Mischmasch aus allem. Genau, wir nehmen überall ein bisschen was dazu. Eine Melange, wie man so schön sagt. Genau. Genau, deswegen gibt es ja auch nicht mal Warpath Firefight, sondern Firefight. Genau. Ja, das alte Firefight, das neue nicht. Das neue kannst du sehen wie 40k. Jawohl.
damit haben wir auch das. Und bevor wir jetzt weitermachen, machen wir erstmal den Tipp der Woche. Ja, wir müssen ja flexibel sein. Ich ärgere dich doch gar nicht. Vorsichtig, ist da drin. Oh. Und genau, bevor wir jetzt weitermachen, Tipp der Woche. Wir haben da immer noch keinen Jingle eingesungen. Vielleicht können wir dich mal aufnehmen, wenn du dann hier so singst. Da, 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 Tipp der Woche. Genau, und zwar ist es diesmal die zweite Edition. Ach, die zweite Edition, oh Gott. Ist jetzt die zweite Staffel von Picard gestartet. Und dementsprechend wollen wir euch die Picard-Serie mal vorstellen. Muss man das aussprechen, ja? Picard. Picard. Genau. Um ehrlich zu sein, war die erste Staffel, ich bin großer Picard-Fan, aber ich mag Star Trek eh. Und ich bin, auch da haben wir natürlich wieder eine Generationsfrage, ne? Die Älteren werden vermutlich Kirk, Spock und Co. mögen, spätere Generationen sagen, ach, Voyager, that's for me. Was? Ah, Tobi! Ja. Genau. Aber... Why not? Genau. Und da kommt jetzt sozusagen... Beziehungsweise, nein, du hast mich komplett rausgebracht. Hat Picard da jetzt einen Hund? Oder warum Picard hat schon immer einen Hund. Ja, süß, das wusste ich. Den hat er natürlich nicht auf seinem Raumschiff mitgenommen, aber den hat er auf seinem Weingut. Kann sagen, okay. Genau. Also vom Hin... genau, also... Pikachu. Also die erste Staffel fand ich so nicht? Die erste war nicht gut. Die zweite hingegen ganz großes Tennis. Muss ich irgendwas wissen als absoluter Volldepp in Sachen Star Trek, um diese Serie zu gucken? Nicht wirklich, nein. Weil das wäre ja eigentlich ein guter Einstieg für mich, weil es ist ja auch sicherlich sehr gut produziert, weil auch neu und schick und so. Aber du sagst, die erste Staffel war so meh, weil du ein Fan bist, oder würdest du... Nee, die war von der Story, also die Story an sich in der ersten Staffel ist so... Also würdest du jetzt auch jemanden, der ganz unbedarft in die Materie kannst eingeht, du das gucken, weil okay. Sie erklären das dann schon. Okay. Also das ist ja der Vorteil... Nee, ich meine jetzt im Sinne von, vielleicht hat sie dich ja enttäuscht, so aus einer Fansicht, aber du sagst so, für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung hat, den interessiert das nicht, weil... Ich weiß nicht, was Oxlon C39 ist, also und das ist egal. Genau, weil bei Star Trek ist es ja so, die Serien an sich stehen immer alleine. Also du musst nichts anderes kennen, weil sie erklären dir dann immer schon alles, was du wissen musst. Wenn du natürlich die anderen Komponenten noch kennst, ziehst du natürlich immer Parallelen, aber dadurch, dass du eh bei Star Trek verschiedene Zeitlinien hast und Paralleluniversen, die haben das erfunden. Bevor der andere darüber nachgedacht haben, ist es im Grunde genommen, kannst du dir das angucken. Ne? Also, wenn du alles weißt, bist du cool, aber... Da bin ich ja nicht. Ja. Cool sein habe ich schon in der Jugend aufgegeben, weißt du, den Kampf habe ich gar nicht geführt. Genau, aber die zweite Staffel, unglaublich genial. Also die zweite Staffel ist so, wie man Star Trek... haben möchte. Tricky. Auf jeden Fall. Genau. Aber wie gesagt, gebt der zweiten Staffel echt eine Chance, Freunde der Sonne. Auch ich habe die erste Staffel... Oh. 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 Wie viele Folgen sind erst? Ich glaube, es sind nur 6 oder 8. Stunde? Oh. Ne? Ja, aber wie gesagt, mit Staffel 2 ziehen sie einfach an. Ich glaube, sie wollten mit Staffel einfach mal probieren. Aber es ist halt der Konflikt, der dort gezeigt wird, der ist halt so... Ja, belanglos. Nö.
Ja, wie gesagt, Fredo, wo dann Staffel 2, er ist halt der alte Mann, mein Gott. Er ist halt der Admiral, der in Pension geschickt wurde. Kommt er zurück? Vielleicht kommt er zurück. Das auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, der alte Cowboy, der nochmal in den Sattel muss und zeigt es dann allen und macht dann nochmal eine tolle Heldenreise. Das stimmt, im Paralleluniversum. In okay, das habe ich jetzt einfach nur geraten, aber das ist ja jetzt ein Plot, der ja sich eigentlich selber schreibt. Ja, aber sie hat, also er spielt halt mit, aber es wird halt viel auch um andere Charaktere rum erzählt, ne? Weil so Action-Szenen ab, ich weiß nicht, 80 Jahren ist dann halt auch schon schwieriger, ne? Man muss immer im Hinterkopf behalten, damals, als er Star Trek Next Generation gedreht hat und Captain Picard war, der war ja damals schon alt. Und das ist ja nun schon ein paar Jahre her, so 30. Von der Warte, aber die Staffel 2, ein Träumchen. So, also, ja, kommt übrigens auf Amazon. Das habe ich. Genau. Wir machen weiter mit der Neuheitenshow und wir switchen um, denn die englische Firma Games Workshop hat auf der englischen Hausmesse nichts gezeigt. Sondern tatsächlich erst auf der Adepticon. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was sie dort gezeigt haben. Was hast du so gesagt? Was ist das jetzt gerade so? Cool gesagt, als hätten wir irgendeinen krassen Einspieler. So. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Es war jetzt so, als wären wir hier im Frühstücksfernsehen. Ja. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Da müssen wir aber noch eine Schalte nach draußen machen, damit wir den Wetterbericht sehen. Ja, aber eine völlig sinnlose Schalte, wo ich dann, weiß ich nicht, vom Headquarter von GW in der Nacht stehe. Ja, ich stehe jetzt hier genau davor. Alle Lichter sind aus. Zurück zu dir. Vielen Dank. Ja, genau sowas. Genau, also hier sind tatsächlich die Meinungen gespalten. Also, sie haben ja mit Necromunda, ah, nee, das ist der Wüste. Hier, das neue. Ash Races, genau, sowas. Dann haben sie ein neues Spin-off. Also, wir verlassen jetzt sozusagen die Stadt und gehen ein bisschen nach draußen. Wir müssen draußen spielen, das bedeutet, es kommen Fahrzeuge und berittene Monster hinzu, Gelände und eine neue Bande. Also es hinterlässt für mich so ein bisschen Geschmäckle. Also es gibt schöne Sachen, es gibt aber auch einige Sachen, wo ich sage, genau, das wird die neue Box werten. Oh, da brauchen wir jetzt nicht so viel sagen. Das ist ja. Zeig ja, ich mach das jetzt. Ich lasse das jetzt entspannt durchlaufen. Die neuen Figuren, sowohl die, wie hast du gesagt, Tuskenräuber für die Arme. Sie sehen wirklich aus wie Tuskenräuber für Arme. Sie gefallen mir einfach überhaupt nicht. Sie haben auch eine Dynamik wie meine Güte. Und die reiten dann noch so coolen Krabbelfiecher. Die finde ich dann schon wieder cool, diese Fleabag Riders. Ja, aber das sind ja Tusken auf. Ja, da guck dir doch mal diese Tusken an, die stehen halt auch dort, da ist auch null Dynamik, das ist so, komm wow. Heute nicht, komm ich morgen. Ja, so, genau, also die finde ich schön hier, die Reiter, die sehen ein bisschen fetzig aus, das ist mal was Neues. Tja, und dann haben sie noch die, was haben wir jetzt noch, was hast du noch? Das Gelände oder die... Das Gelände habe ich hier das mal, genau. Genau, das Gelände ist cool. Finde es halt cool, dass es... das. Aber das ist das ganze Necromunda-Gelände. Man kann es halt schön generisch verenden. Finde ich auch mal schön. Dann die Orlok Outrider. Genau, also werden die normalen Orloks drin sein und die neuen Autos. Und die sind mal so... Okay. Ich möchte dazu jetzt nichts weiter sagen, weil alles, was ich dazu sage kann, wird gegen mich verwendet werden. Aber schön sind die nicht. Also mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht den einen oder anderen von euch, der ist schon jenseits der 20 und kann sich noch an alte Ork-Buggies erinnern. Wisst ihr? Ich weiß, wie die aussehen. Und wenn man jetzt so
mal drauf guckt auf diese Orlog-Buggies und die alten Ork-Buggies im Hinterkopf behält, wo der da hinten drauf stand mit seinem Flammenwerfer. Und die gab's. Das sind sie. Ganz gruselig. Also ganz, ganz gruselig. So, aber von wegen ganz, ganz gruselig, gehen wir doch weiter, was du nämlich gesagt hast. Und ich möchte nämlich hier Blut sehen. Hier nehme ich gleich zu Blood Bowl, weil Ogelocke schreibt nämlich, das neue Blood Bowl Team der Norse ist mega. Ich liebe das Bierschwein total. Christian, was ist denn deine Meinung zu dem neuen Blood Bowl Team? Muss ich das sagen? Ja, das darfst du jetzt sehr gern sagen. Ich finde die ganz, also ganz furchtbar. Also, boah. Ich habe es gesehen, sie haben gedacht, die wollen mich hier ver... Ich habe... Muss man jetzt aus... Ich versuche das wiederzugeben, das Gespräch darüber. Wir haben das vorbereitet. Ich habe gesagt, ah, hier Norse Blood Bowl Team gibt es doch auch. Genau das, was er jetzt gesagt hat. Und ich so, ja, wieso? Es sind halt Nordmänner, die Bier trinken mit Helm. Also eigentlich ist es jetzt das, was ich für ein Blood Bowl Team erwartet habe. Weil ist ja auch lustig gemeint, der ganze Kram. Also ich verstehe nicht so ganz... was Christian mir da sagen will, was da sein Problem mit ist. Weil sorry, vielleicht bin ich alt und borniert, aber ich finde es halt ein bisschen arg primitiv. Oh, was machen wir? Wir haben ein Wikinger-Team. Ah, es sind Norse und keine Wikinger, ich weiß. So, die haben dieses alte Team halt darauf beruht, dass wir uns so ein bisschen an der nordischen Mythologie bedient haben. Ja, also wir haben Walküren gehabt und wir haben Eisriesen und so weiter gehabt. Und jetzt, oh, was fällt uns ein? Oh, wir machen Wikinger. Oh, lass sie doch Bier trinken und schicken wir sie aufs Feld. Das finden bestimmt alle cool. Und ich sage, oh, Leute, ist das alles? Ist das alles, was der Games Workshop Designabteilung einfällt? Oh, wir müssen ein Bierteam machen mit Norddeutsch. Die sind alle betroffen die ganze Zeit. Aber mal ganz ehrlich, noch primitiver geht's nicht. Da hätten sie auch halbnackt rumlaufen können. Ganz ehrlich. Gibt's schon ein Slanisch-Team? Weil sonst heben sie das dafür auf. Und das Schwein ist die Krönung von allen. Jetzt mag ich bei euch in Ungnade fallen, aber es ist, also... Das ist so ein Bierschwein. Ja, ich bin trotzdem einfach... die sind auch nicht gut gesculptet, mal ganz ehrlich. Guck dir mal die anderen Teams an, wie dynamisch die sind, und dann guck dir die an hier. Guck, wenn dir das Halbling-Team, das Goblin-Team und so weiter anguckst, geil. Und die hier sind so... Ja... Ich mag auch Bier, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es ist verboten, mit Bier aufs Spielfeld zu gehen bei Blood Bowl. Zaubertränke sind auch geheime Sachen. Ja, Guild Bowl, das gab es ja früher mal. Also unter der Prämisse, dass ihr ein Norse-Team rausbringen. Also mich kann es nicht überzeugen. Aber ich bin auch der alte Nörgler, wo ich denke... Richtig. Deswegen, bevor du dich noch um Kopf und Kragen redest, gehen wir doch einfach weiter zu den neuen Imperial Knight und Chaos Knight. Codex. Die habe ich jetzt nämlich schon drauf gemacht. Ach ja. Die haben auch zwei neue Codices vorgestellt. Chaos Knights und Imperial Knights. Gut, da wird sich jetzt nicht so viel drüber sagen lassen, weil für die Imperial Knights kommt nichts Neues, außer der Codex. Und die Chaos Knights bekommen jetzt endlich ihre eigenen Figürchen. Ja, aber die haben doch schon eigene Figürchen. Das hast du vorhin schon gesagt. Es gibt doch Chaos Knights. Nein, es gibt die Chaos Knights als Fraktion. Das sind aber alles Umbauten. Es gibt keine eigenen Modelle dafür. Du kannst aber... Ja, das mag sein, aber da ist im Grunde... Da sind aber mehr Bits und du kannst aber einen Chaos Knight kaufen. Du kannst den kaufen. Und da ist der ganze Stissel mit dabei. Es gibt aber keine eigenen... Ja. Das sind Adaptionen der Imperial Knights. Ja, aber du kannst... Und jetzt gibt's eigene. Aber das klang so wie, als gäbe es noch keine Chaos... Doch, natürlich gibt's die. Ja, die haben... Das ist da so sind halt noch 5 Bits mehr drin in der Box, existieren. Ich glaube, es ist sogar derselbe Gussrahmen. Das kann gut sein. Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, als könnte man keine Chaos Knights kaufen. Nein, aber jetzt kommen sozusagen eigene, die es nur da drinne gibt. Vielleicht ist das korrekter ausgedrückt. Das ist korrekter ausgedrückt. Entschuldigung. Bitte... Auch wenn du ragest, das darfst du, aber keine Fake News. Keine Fake News, genau. Da kommt einmal der Knight und natürlich auch noch der Hund. Genau, der War Dog. Der hat tatsächlich auch einen War Dog, also ein Dog-Skelett
Dings als. Die finde ich ganz, ganz nett, ja. Also das muss ich sagen, erfüllt genau das, was ich erwartet habe. Wir haben nämlich den Chaos Knight haben, alles klar, der wird so aussehen. Also finde ich zumindest besser als die Variante, die es bis jetzt gab mit diesem. Ja, wir machen einfach ein paar Bits dran und sagen, es ist ein Chaos Knight. Genau, das fand ich so ein bisschen. Also das finde ich schon stylischer. Ja, und dann habe ich jetzt noch zwei Sachen, wo ich was sagen kann, wo wir in die Zukunft gehen, aber nicht bis ganz in die Zukunft, sondern wir bleiben im 30. Jahrtausend stehen. Genau. Da haben sie erstmal so einen Fashion-Trailer gemacht, den ich persönlich auch nicht besonders gut fand, weil sie haben schon bessere Trailer gemacht. Du hast ihn nicht gesehen. Ich habe tatsächlich den habe ich noch. Oder doch, warte mal, den habe ich gesehen. Das ist so 3 Minuten, wir schlachten nur einfach alles aus der Luft und Abaddon läuft halt so. Ja, und Abaddon läuft rum und dann. Genau, ja, es fehlt dann, für mich. Und so dann sieht man kurz so sein Gesicht und das leuchtet so. Und ich habe so gedacht, so sehe ich auch aus, wenn ich mitten in der Nacht mir noch eine Pizza warm mache. Dann gucke ich ganz genauso hin. Ja, also ich fand den. Also der war wieder. Also der war technisch gut gemacht, aber inhaltlich war der so. Langlos einfach. Ja, zeigen wir halt verschiedenste Schlachtfelder, ne? So, ansonsten haben sie haben tatsächlich ein neues Warhammer Horus Heresy angekündigt. Das ist jetzt sozusagen die Second Edition, wenn man das so nennen möchte. Und es kommt in Plastik. Gut, die alten gab es auch schon in Plastik. Ja, aber ich meine, der große neue Chef. Ja gut, es gab früher auch schon ein Starter-Set für Horus Heresy, da hast du okay. Zweimal exakt dieselben Gussrahmen drin gehabt, aber da konntest du halt die. Oh, lass mich liegen. MK4 Rüstung oder MK6 Rüstung. Also wenn hier jemand im Game drin ist, würde er uns das gleich wissen genau. Lassen, was für eine. Jetzt Quatsch kannst du halt andere Rüstung machen. Mehr haben sie tatsächlich dazu auch noch nicht gezeigt. Ja. Punkt. Also wir gehen davon aus, dass sie jetzt Primaris Größe kriegen werden und dass sie dann zu den alten nicht passen werden. Aber das ist nur so. Unsere Mutmaßung, die wir so direkt auf. Weil gerade bei dem Chef, bei dem Prätor sieht man es nicht, aber bei dem anderen sieht man schon, dass die Proportionen eher dem Primaris sind. Ja, wirklich so gedrungen. Genau. Gesundheit. Also es wirkt halt alles nicht mehr ganz so. Ja, es war Horus, ja. Was hat man gesagt? Ja, aber dann natürlich. Ja, natürlich Horus. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, Jay Evers. Absolut richtig. Sein Abaddon, sein Baba. Genau. El Chefo, El Presidente. Machen wir zurück auf den. Auf den anderen. Auf den kleinen Onkel. Prospero Burns, genau. Ja. War das alte Starter-Set, ja. War. Ja, wir haben damals reingeguckt. Und es war halt beide Fraktionen exakt identisch. Ja, das ist halt auch so eine Sache mit der Horus Heresy. Ja. Aber das war so, okay, konntest du jetzt nicht mal so out of the box spielen, weil das, also du musstest sie ja im Grunde genommen bemalen. Ja, weil du ja sonst du gar nicht mehr weißt. War das jetzt meiner oder war das deiner? Ja, das Spartan Land Raider und die Linus kommen auch in Plastik. Das stimmt, das haben sie vor einer ganzen Weile angekündigt. Ich glaube aber in den Stream tatsächlich nicht. Aber sie werden, natürlich werden sie kommen, damit sie natürlich passende Größen haben dann für den. Ja, weil wenn, du hast schon recht, weil also wie gesagt, ich habe mit Christian mich kurz drüber unterhalten, wenn ich, der hat so lange Beine. Mhm. Er hat so, also das, oder, also vielleicht wirkt das nur so, aber das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich die Figur gesehen habe. Ich habe, war eine Proportion? Er hat auf einmal, der kann jetzt auf dem Catwalk, er hat jetzt die langen Beine. Er hat die langen Beine wie die normalen. Die gehen jetzt bis zum Ende. Und damit kannst du sie sozusagen nicht so, also. Ich gehe nicht davon. Also ja, du kannst sie rein theoretisch zusammen spielen, es wird nur komisch aussehen. Ja. Betrayal at Cult. War Betrayal at Cult nicht das Boardgame, wo sie nochmal dieselben Figuren verwendet hatten, das mit den Hexagonen? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, dazu gibt es aber auch. Wie lange ist das denn alles her? Das ist halt sowas, ich bin ja auch noch nicht so lange jetzt allgemein. Müssen mit mal bei mir auf dem Kanal gucken, da gibt es auf jeden Fall aber bei allen immer aus. Das ist schon ein bisschen her, oder was? Ja, ja, aber da gibt es, wir haben Auspackvideos und Spielerklärungsvideos. Ah, okay. Ich glaube, Betrayal at Cult war das Boardgame und wir wollten es auspacken und wie man halt so von Boardgames gewohnt ist, okay, du packst aus, du kannst die 2 Fraktionen gegeneinander spielen und du hoffst, dass da 2 unterschiedliche Farben drin sind. Nee, die waren alle gleich.
Alle gleich grau. Alle gleich grau, dann sich. Aber hatte man zu der Zeit in den. Oh, weil das ist jetzt gerade eine dumme Frage. Ich weiß jetzt nur lore-technisch das nicht. Kalf werden also quasi auch zwei Legionen gewesen sein, die dort gegeneinander. Das heißt. Das ist ja Quatsch, dass man das nicht in unterschiedlichen Farben gemacht hat. Ja. Das ist doch super naheliegend. Ja, aber das hätte vielleicht 2,50 Mark mehr gekostet, auf die Box gerechnet. Das ist nur das Farbgranulat, davon abgesehen. Das ist schon frech. Ja. Das waren beides Boardgames, okay. Das Prosper Burns war also auch. Ja, das war der Vorgänger, genau. Oder der Nachfolger, ich weiß nicht mehr. Stimmt, ich glaube, das Original Horus Heresy Tabletop gab es tatsächlich nur bei Forgeworld. Ach, also. Ich habe mich damit nie so ausführlich beschäftigt, weil. Das heißt, Prosper Burns war dann also Thousand Suns gegen Space Wolves. Jetzt kicke ich mal. Ich glaube aber, das stimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Weil Prospero war doch der Heimatplanet der Thousand Suns. Und wir wissen ja, Moment, Spielekatze, neuer Land Raider. Ja, aber das ist natürlich der Land Raider nicht in neu, sondern tatsächlich in der alten Optik. Und das ist jetzt gut oder schlecht? Früher war doch immer alles besser, hast du gesagt. Die Optik der Autos nicht unbedingt. Ach so, ja, Scheißchen. Also, kannst du nachher mal. Au. Alte Land Raider, guck ich mir da mal an. Sind nicht so sexy? Nee, sehen aus wie so ein Knubbelei. Natürlich dann für 120 Euro das Stück, sonst wäre es ja lächerlich. Ich bitte dich. 135 bestimmt. Ja, also wie gesagt, aber 120 halte ich auch. Diesen Hype um die Horus Heresy habe ich halt auch nie verstanden. Aber es gibt halt Leute, kann ich. Also, wer darauf abwehrt, alles klar, aber. Können auch ein, zwei Leute, die das total toll finden. Ja, wie gesagt, mich hat es nie abgeholt. Ja, Wolfs gegen Suns. Oh, siehst du, mein Lore, mein Fluffwissen ist wieder on point. Ja. On point. Sehr gut. Es ist halt, ich meine, wem es gefällt, okay, aber... Naja, die ganze Story so in den Verraten, das ist schon ganz ja, cool. Ja, aber ich bin halt jemand, der gerne so... Dir fehlt da die Verschiedenheit. Ja, die Diversität, ne, und ich hab gerne, wenn verschiedene gegeneinander kämpfen, ne, es ist halt... Die sehen halt alle gleich aus, haben die gleichen Sachen... Okay. Ja, aber sie haben unterschiedliche Herangehensweisen. Okay. Thousand Suns zum Beispiel haben ganz viele Psyker. Und das mögen ja die meisten anderen Primarchen gar nicht so. Ja. Und die Space Wolves halten sich für Wikinger. Ja. Ist doch cool. Ja, ist cool. Oder ich kämpfe gegen Außerirdische. Wie Starship Troopers. Ja, okay. Ja. Aber Moment, aber bei der Horus Heresy gab es doch nicht nur die. Also natürlich ist das der Hauptkampf, aber da gab es doch auch zum Beispiel Imperiale oder nicht. Die haben doch. Die spielen aber keine Rolle in den Spielen. Ach so. Na, aber die Imperiale Armee war da noch gar nicht gegründet. Nee, falsche Begrifflichkeit, aber es gab ja schon normale Menschen, die auch mitgekämpft haben. Und ich wage zu behaupten, dass in den Hauptregeln für Horus Heresy, für die jetzigen Regeln, also die bisher waren, dass es da auch Regeln gab für normale Beppos. Also bin ich da irgendwann. Es gab sogar Regeln für Dämonen vielleicht sogar. Aus dem Fenster gelehnt. Ich habe tatsächlich noch nie auf einem Spielfeld in der Horus Heresy Imperial Armee gesehen. Also ich dächte aber, es gibt doch sogar Resin-Modelle, oder? So Fahrzeuge, irgendwas? Vielleicht verwechsel ich das auch gerade, aber. Wieso ist das gerade an mich gerichtet? Ich habe ja gesagt, dass es Unterschiede gibt. Ich weiß nicht. So. Also aber ja, natürlich, Raven Guard ist was ganz anderes als Imperial Fist. Aber für einen unbedarften Dritten, der das von außen sieht, kann ich Christian verstehen, wenn er sagt, ja, okay, es sind aber halt alles gepanzerte Typen, die sich gegenseitig mit Boltern ins Gesicht schießen. Da gibt es welche, die gehen gerne eher mit einem Kettensägenschwertchen näher ran und schreien Blood for the Blood God, weil sie irgendwann durchpeitschen, ist klar. Und es gibt halt welche, die schießen halt eher und tun so, als würden sie sich in Risiken... Wobei die Diversität tatsächlich in der Horus Heresy ja noch nicht so ausgeprägt war. Das hat sich ja dann erst später ergeben. Damals waren sie ja noch alle tatsächlich in Legionsstärke. Genau, Onkel Locke. Ach, egal, Hauptsache kämpfen. Das sind meine Kornanhänger. Das sind die. Solar Auxiliatrum, ja. Also, damit kann ich arbeiten. Hauptsache kämpfen. Genau. Hauptsache Blut. Das aber wie gesagt, die waren damals ja noch nicht so divers ausgeprägt, ne? Also. Die waren ja halt relativ identisch. Aber diese Regeln gibt es auch für die Imperiale Armee, Mechanicum und Dark Mechanicum. Aber wie gesagt, habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja, okay, aber mir war das halt so, dass ich das mal gelesen habe, dass das wohl auch möglich ist. Also, dass du quasi halt auch dir von 40.000 so die
Bausätze von der imperialen Armee. Die ja dann überhaupt nicht dazu passen würden. Ja, weiß ich nicht, wie die das dann umgebaut, aber es ist wohl möglich, dass du das theoretisch spielen kannst. Mhm. Also wenn du jetzt Bock hast, in 30.000 einzusteigen, kannst du ja wieder. Lass mal, das ist nicht mein. Das, also 30.000, das hat sich, also wie gesagt, das hat sich mir nie erschlossen. Naja, du bist. Also ja, ich. Ist schon cool. So dieses im Hintergrund daherwabern und wo sozusagen alles herkommt. Das ist okay, aber dass man das so ausschlachten musste. Okay. Also du meinst jetzt Story geil, aber du brauchst jetzt nicht das Spiel dazu. Genau. Okay. Silent Sisters und Custodes. Stimmt, Custodes gibt's ja auch schon. Gab's auch. Also kann man die waren glaube ich auch in den Spielen drin. Ja, siehst du. Da waren sie zum ersten Mal. Die Golden Boys. Shiny Boys. So, aber jetzt mal runtergebrochen, also. Okay, Frede, wo denn? Aber Sororitas gab's da noch nicht, das müssen wir. Nee. Die gab's da noch nicht. Die gab's da noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis. Doge Vendaya durchdreht. Was ich aber sagen wollte, wenn wir jetzt mal das so runterbrechen. Also wir hatten jetzt zwei große Messen diese Woche. Und das ist dann schon sehr überschaubar, was da so, also sowohl im Boardgame als auch im Tabletop-Bereich Neues gezeigt wurde. Und wir reden jetzt tatsächlich über das Zeitfenster bis zum Herbst. Weil jetzt kommt erstmal nichts mehr an Neuheiten, Show und so weiter. Das bedeutet, es wird dünner. Also war jetzt keiner, wo ich sage, boah, wie geil. Boxeraufstand? Fragezeichen. Also ja, die Song of Ice and Fire Figuren nett, aber auch davon haben nur 4 Sets tatsächlich ein Release-Fenster irgendwann im Sommer. Die anderen 4, die sie gezeigt haben, irgendwann. Ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Dass 30.000 eher was für den Epic-Maßstab gewesen wäre. Kurze Frage. Gab es von Warhammer, aber ich glaube 40.000 nicht sogar mal ein Epic-Spiel? Oder ja, von 40.000 gab es das, ja. Das gab's mal, ne? War aber wahrscheinlich auch sowas, ja, und dann lief es nicht so dolle und dann war es wieder weg, oder? Korrekt, wie? Das war nicht okay. Der Maßstab für Games Workshop. Es war auch kein gutes Spiel. Ganz ehrlich. Die Figuren waren okay für die damals gezeigt, aber das Spiel war nicht gut. Weil? Insgesamt regelt Quark, oder was? Okay. Genau. Ja, Ballard Games. Brauchen wir nicht reden. Ja, eine nette Box, aber. Und auch Games Workshop so. Ist es okay? Also man muss fairerweise sagen, von dem, was gezeigt wurde, waren sie jetzt noch die Besten. Aber ist jetzt auch kein Vergleich zu Sachen, was mich so direkt weggecatcht hat, wo ich sage, guck mal an, sie können es ja doch noch. Weil das Necromunda hat noch vorhin schon, über Blood Bowl möchte ich nicht sagen. Und ja, sie haben eine Warhammer Underworld-Bande gezeigt, aber die war einfach so. Also, die haben wir uns einfach gespart, weil. Nicht gut. Für Warhammer Underworlds. Achso, ja. Ja, das war mein Untot. Ja, so ein Zombie. Also, die Untot, ja, das fanden aber manche auch ganz gut. Und dann haben sie ja nochmal darauf hingewiesen, also kommt ja noch der. Kommen ja jetzt die Geister mit den Armbrüsten für die Nighthorns. Dann kommt ja noch ein neuer Nighthorn-Held und so ein Zauber, den alle benutzen können, so ein fliegendes Skelett-Ding. Was ich, ehrlich gesagt, und ich gucke mir ja FIFA Age of Sigma an und deswegen haben wir es auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die Geister hatten sie schon mal angeteased, dass die kommen mit den Armbrüsten. Das war ja jetzt nicht neu. Der Held war okay, aber dieser Anführungsstrichen Endlos-Zauber zwischen Zauber und Monster, diese Mischung, das Ding finde ich schrecklich. Das sieht wirklich aus wieder mal wie irgendwelche Versatzstücke zusammengetackert und hier bitteschön, habt ihr eine neue Figur. Ja. Aber da ist halt auch nur eine persönliche Meinung, aber ich habe das Ding gesehen und so, oh Gott, was ist denn das? Die Geister, also die Nighthorn, vor allem der neue Held,
Den fand ich ganz cool. Der war ganz cool auf seiner Barke. Der war cool, aber dieses Teil, und ich sehe das halt schon, ich ahne schon, weil auch wieder das Buch dabei ist, was das Ding wieder kosten wird, habe ich so gedacht, nee. Genau. Und der, jetzt nehme ich mal Friede Wohnen ab. Zu Warhammer Fantasy hätte man jetzt nicht... Also das war jetzt tatsächlich auch der letzte Slot, wo man hätte sagen können, okay, wir sagen jetzt noch was zu Warhammer The Old World. Aber mittlerweile habe ich den Verdacht, das ist einfach... Ist Operation das, Mülltonne. Ich weiß auch nicht so genau, ist das noch ein Ding? Oder es hat sich wirklich alles so hart verschoben, dass die halt sagen, okay, das lassen wir für dieses Jahr einfach komplett bleiben. Ich glaube auch, weil... Da ist halt so, ja, vielleicht frag mal in einem Jahr nochmal. Ne, noch also ich sehe das hier, dass wir da einfach nicht mehr viel Neues sehen. Also mehr als das wird es einfach nicht. Ja, das müssen wir jetzt einfach ganz, ganz klar sagen. Also ja, alle kämpfen hier gerade mit Schwierigkeiten, was Materialien angeht, um Sachen herzustellen und Transport, müssen wir nicht drüber reden. Aber also wenn alle großen Firmen zusammen und jetzt mal ganz ehrlich, dass von Atomic Mass gar nichts kommt. Also wir reden ja von Marvel und allen Star Wars Spielen. Das, also dünn trifft es da noch nicht mal. Also wir haben ja noch, nächste Woche kriegen wir ja noch die Neuheiten-Show von Asmodee. Vielleicht kommt da Infos dazu. Aber alter Falter, das ist echt... Puiuiui. Nee, tatsächlich in der Spielwarenbranche gibt es tatsächlich zwei so Ankerpunkte. Das eine ist im Frühjahr ist die Spielwarenmesse Nürnberg, wo sozusagen für das erste Halbjahr die Sachen gezeigt werden und dann die Spiele in Essen und da zeigt man dann im Grunde genommen das fürs Weihnachtsgeschäft. Nein, wir werden natürlich nicht negativ, es ist total super, weil ich Christian jetzt nämlich einfach weiterscheuche, er möchte nämlich bestimmt noch über den Comicpark kurz reden. Das ist korrekt, aber ich wollte es noch ganz kurz erklären. Nee, möchtest du nicht, du warst nur negativ. Ja, komm, nein, ich wäre nicht negativ, aber das sind so die zwei Ankerpunkte und daraus richten sich auch alle aus. Ne? Also, ja, wir haben natürlich auch neue Könige. Ja, es kommt ein neues Monopoly. Ja, es kommen neue Puzzle. Aber es ist halt jetzt nicht, es ist unter uns gesagt, es ist jetzt nichts dabei von keinem Hersteller, wo ich sage. Also egal ob Boardgames oder Tabletop oder sonst was. Was mich persönlich catchen würde. Aber wer bin ich denn? Gut, Vorsicht. Vorsicht. Interessante Geschichte. Ja, Curse City auf Juli, glaube ich, verschoben. Ne? Von Juni auf Juli. Upsi. Und ab Q4 ganz offiziell wohl wieder im Sortiment. Das sind die Infos, die wir haben. Das wird auch so und das wird total super. Genau. Kommen wir zum Comic Park. Warum steht er nicht auf meinem Zettel? Ja, weil ich dir das jetzt ganz cool angesagt habe. Ach so, ich schreibe das mal kurz auf. Du schrätest doch jetzt drüber, warum musst du das machen? Oh ja, ich schreibe, damit ich es abhaken kann. Ach so, alles klar. Du weißt, also, du bist so jemand, der schreibt die Liste, nachdem er was gemacht hat, nur um den Haken zu setzen. Ja, genau. Stark. Ich muss ja alles abhaken, genau. 7. bis 8. Mai sind wir für euch auf dem Comic Park in Erfurt. Wer das nicht kennt, ist im Grunde genommen auf der EGA. Ja, vor der Gartenbauausstellung sind wir in der Eingangshalle. Das bedeutet, wenn ihr reinkommt, gleich rechter Hand. Dort sind wir im Bereich der Boardgames. Also wir teilen uns mit Pegasus den Stand. Dann sind die Rollenspieler sind noch dort. Und irgendwas war noch, irgendein Tabletop war noch dort. Wir heißt in diesem Fall übrigens Christian, weil mich nimmt er nicht mit. Tobi muss hier die Stellung halten. Tobi muss im Laden bleiben. Ja, vielleicht kommt Tobi dann Sonntag hoch. Vielleicht macht er das. Vielleicht. Aber am 7. kann man mich dann besuchen kommen. Weil da so. Bin ich ein. Ja, wir haben auch sturmfrei hier. Also kriegst du ja nicht da. Komm, machen, was wir wollen. da gibt es hier Preise. Vielleicht gibt es auch eine Cola. Dann lass aber hier einen krachen. Genau. Also da könnt ihr euch uns gerne besuchen. Also wir freuen uns schon tierisch drauf, weil es die erste Messe seit... Also die erste reale Messe, wo man tatsächlich hingehen kann, seit über 2 Jahren ist. Mighty Chaos Lady, wann macht denn ihr das? Samstag oder Sonntag?
Das möchte ich dann nur kurz wissen, du kannst gerne weitersprechen. Genau, also da werden wir ein bisschen was machen. Wir werden natürlich Verschiedenstes anbieten. Was genau, werden wir euch noch in naher Zukunft sagen. Es wird auch Turniere geben. Da müssen wir aber nochmal gucken, weil da kriege ich sozusagen erst noch den Plan, wie viel Platz wir tatsächlich zur Verfügung haben. Aber da, sobald wir da nähere Infos haben, erfahrt ihr das brandheiß hier in dieser Sendung. Genau. Und ich hoffe, dass ihr alle vorbeikommt. Weil dann lassen wir es mal wieder krachen. Also, wer die EGA nicht kennt, das ist halt eine riesengroße Parkanlage mit verschiedensten Gebäuden. Das war letztes Jahr war es Bundesgartenschau dort. Da ist also einiges gefallen und da könnt ihr gerne vorbeikommen. Na, nichts gibt's. Wird eine sockenfreie Zone. Tobi, vergiss es. Jawohl. Also es wird ganz cool werden. Ursprünglich war tatsächlich Thema Abenteuer gedacht. Deswegen werden auch riesige Dinos dort sein, tatsächlich. Und auch, ich weiß nicht, nennt man das Dino-Lab, wenn man sich als Dino verkleidet, da gibt es ja diese für den Dino-Shows, so Raptoren und so weiter. Also die werden tatsächlich durch den Garten dort auch hoppeln. Aber man ist dann tatsächlich vor dem Plan abgekommen, dass man das Abenteuerthema nennen wollte, weil man hat gesagt, okay, wir wollen den ersten Comic-Park jetzt dann doch eher freier gestalten. Ja. Also früher gab es halt mal Ghostbusters oder Star Wars und so weiter, dass wir es halt jetzt für alle öffnen. Aber es wird tatsächlich ein großer Ankerpunkt werden, tatsächlich große Dinos und sowas sein. Also alles, was mit Abenteuer zu tun hat. Tomb Raider. Nochmal die Rückfrage, von was für Turnieren du gesprochen hast. Das hängt ein bisschen von der Größe ab. Also wie gesagt, wir können dort Tabletop-Turniere veranstalten, es können aber auch Boardgames werden. Wie gesagt, ich muss gucken, wie viel... Also sie haben gesagt, ich kriege eine Area für Turniere, aber da habe ich noch keinen Plan. Also. Nichts wissen, weil da fehlen auch noch... Tische und so weiter. Also Tische sind dann da, ich muss das ja nur angeben und so weiter. Aber sobald ihr mehr wissen, hier. On this stage. Jurassic Park Club. Ja, genau sowas in der Richtung. Und Dr. Jones und was da sonst noch so alles gibt. Also sind auch verschiedene professionelle Reenactors da. Also Marvel, also Avengers und die Ghostbuster-Jungs werden, glaube ich, da sein. Die 501. wird da sein. Also es ist ein buntes Potpourri und Reigen. Lohnt sich auf jeden Fall. Also falls ihr in der Gegend seid oder mal einen Ausflug in das wunderschöne Erfurt machen wollt und uns besuchen wollt, wäre das tatsächlich 7. 8. Mai die Gelegenheit dazu. Fito an. Genau. Jawohl. Doch, Dirk, erzähl dem ruhig mal. Das ist fetzt, sowas. In diesem Sinne... hoffe ich, dass ihr alle gut durchkommt. Passt mal auf, denn wir haben ja hier noch was. Also wie gesagt, der niemals käuflich erworben oder erhältliche Kobi-Kalender 2022, jetzt korrekt ausgedrückt, könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach in die Kommentarspalte schreibt, welches Klemmbaustein-Set ihr schon immer mal machen wolltet oder was ihr schon immer mal machen wolltet. Geisterschiff, Raumfähren, weiß ich nicht, was da sonst noch gibt, Autos. Genau, dann reinschreiben. Und falls ihr Kanalmitglieder seid, könnt ihr noch die Warhammer Nachtgoblins mit Fanatics 2000er Edition gewinnen. Einfach dazu als Kanalmitglied schreiben, ich hätte die gerne. Und falls ihr noch kein Kanalmitglied seid, könnt ihr für 2,99 pro Monat Kanalmitglied werden und seid jedes Mal damit im Topf. Nein, das ist nicht der Dino Park hier in Erfurt. Die haben damit nichts zu tun. Das ist tatsächlich von so einer Dino-Show. Also wo dann die drinne sind und... ist hier Dinos, ja. Genau. Ansonsten ist der Christian wieder Dienstag für euch da. Da wird er weitermalen.
Ich glaube, diesmal male ich dann Zombies an. Und Mittwoch baut er dann seine Tente vor weiter. Wer es noch nicht gesehen hat, ist wahnsinnig geworden. Die von Project Z. Genau. Jawohl, in dem Sinne, schaltet wieder ein nächste Woche. Und ansonsten kommt gern vorbei. Denkt dran, Ostern ist bald. Könnt euch, falls jetzt weg ist, ist weg. Ihr kennt das Problem. Es gibt die Army Panther Farben, die neuen Contrast, feuerfrei. Genau, besucht vor allem morgen Christian mal, weil ich bin nicht da. Da ist er ganz alleine. Ganz alle? Ja. Ja. Ich lasse mir mal wieder auf den Hintern gehen. Wie jedes Mal. Ja, wenn du halt verlieren möchtest, du bist nämlich in Erfurt auf dem Turnier. Genau, ich bin ja auf dem Turnier. Genau, und wir werden uns dann nächste. Wir werden nächste Woche brandheiß erfahren, ob er den letzten oder den vorletzten Platz verlegt. Ich würde nicht auf mich setzen. Aber ich wünsche euch alles Gute, kommt gut durch, wir sehen uns demnächst. Ciao.